Während unsere Gäste noch die Platzwahl sich aussuchen, sage ich schon mal schönen guten Abend, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Schön, dass Sie hier sind an einem, naja, so vermeintlich letzten Sommerabend diesen Jahres, aber ich bin mir sicher, Ende September folgen noch welche. Ganz herzlich willkommen heißen möchte ich die Weltreporter, Anke Richter, Bettina Rühl, Marc Engelhardt, Wolf-Dieter Vogel. Herzlich willkommen in der Böll-Stiftung auch an Sie. Weltreporter, das ist das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandskorrespondenten, die aus mehr als 160 Ländern berichten und es so schaffen, dass wir den Blick in die Welt hinein nicht verschließen und die Entwicklungen da draußen nicht verdrängen aus unserem politischen Denken. Ausgeschlossen, eine Weltreise entlang Mauern, Zäunen und Abgründen. Das ist der Titel des Buches, auch hier nochmal an die Wand geworfen, auch der Titel dieses Abends. Dieses Ausgeschlossen hat solche Einblicke in die Welt zusammengetragen. Das Buch von Marc Engelhardt wollen wir Ihnen heute Abend nahebringen. Aller Art Grenzen werden beleuchtet, USA, Mexiko, Israel, Gaza, Kenia, Somalia, Korea. Aber auch unsichtbare Grenzen wie die im Osten, Klimamauern. Und auch von der Durchbrechung, Durchdringung von Grenzen, Mauern, Zäunen und unsichtbaren Grenzen ist die Rede in dem Buch. Diese, wie ich im Vorspann gelesen habe, in Beton gegossene Furcht wird kenntnisreich beschrieben und demaskiert. Es demaskiert diese Grenzwelle als Zementierung von Ungleichheit und auch als Illusion eines Schutzwalls. Weiter habe ich gelesen und gelernt, dass 41.000 Kilometer, wenn man diese Grenzzäune und Mauern aneinander hängen würde, 41.000 Kilometer lang werden die Grenzen und Mauern dann die Menschen abwehren und trennen. Und ständig wird diese gigantische Kette länger. Eine Welt der Abschottung und Europa arbeitet ja kräftig mit. Nur heißt es dann bei uns Grenzmanagement, ein schöner euphemistischer Begriff, den unsere Partner durchsetzen sollen und verwirklichen. Und dafür gibt es viel Geld aus Europa. Unsere Partner, das sind aber eben dann auch Diktatoren der Länder. Auch von solchen exportierten Grenzen handelt ein Kapitel des Buches. Ich freue mich sehr, einem weiteren Weltreporter, den ich noch nicht genannt habe, und Chefredakteur des Amnesty-Magazins, Markus Bickel, heute Abend das Wort zu geben. Er wird uns an die Hand nehmen und auf diese Reise entlang der Mauern und Grenzen mitnehmen. Und dafür, Markus, schalte ich dir mal das Mikro frei. Vielen Dank, Kirsten, für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen heute Abend an diesem sonnigen Tag. Da haben wir ja starke Konkurrenz draußen. Trotzdem schön, dass so viele den Weg gefunden haben. Genau, wir gehen auf eine Weltreise heute und haben das große Glück, vier Weltreporterinnen und Weltreporter zu Gast haben, die genau entlang der Zäune, Mauern, die in dem Titel dieses Buchs ausgeschlossen, um das es heute gehen soll, da waren, haben Profiteure dieses Mauerbaus getroffen, Betroffene und sind jetzt hier, um später im Verlauf des Abends auch Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Und wir steigen ein heute mit einem besonderen Element, was die Veranstaltung vielleicht auch unterscheidet von anderen, dass wir zwar keine PowerPoint-Präsentation haben, aber jeder der Weltreporter hat einen Gegenstand mitgebracht, der das Ganze so ein bisschen sinnbildlich machen soll, was Zäune mit Menschen machen. Ich fange an mit Bettina Rühl, mit der Vorstellung zu meiner Linken. Bettina ist seit 2011 in Nairobi, macht sehr viel für ARD-Hörfunk, hat auch Fernsehdokumentationen gemacht, darunter eine mit dem Liberty Award ausgezeichnete über Kindersoldaten und Kriegsverbrecher, ein Thema, was dich die ganzen Jahre über begleitet auf deinen Recherchen. Schön, dass du heute da bist. Als Bettina, glaube ich, ungefähr nach Nairobi kam, verließt du, Marc, Nairobi, gen Genf um 2011 herum in etwa. Dort hast du den afrikanischen Kontinent bereist, von dort berichtet.
Seitdem bist du in Genf, ein für Thema Zäune, Flucht, Mauern, Abschottung sehr wichtiger Ort. Dort sitzen die wichtigen UN-Institutionen, das Internationale Rote Kreuz, humanitäre Organisationen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Input, den du heute Abend geben kannst. Willkommen. Jetzt verlassen wir das Gebiet des Mittelmeerraums, das durch die Diskussionen in Deutschland und Europa als Flucht- und Mauern, Wassermauerngebiet bekannt ist. Anke Richter ist aus Neuseeland zu uns gekommen, von wo du schon seit 2003 berichtest. Du machst vor allem Print für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, für Mare, National Geographic, in der Taz sind deine Kolumnen regelmäßig zu lesen, und heute ist ja eine Buchvorstellung. Du hast neben deinem Beitrag für das Weltreporterbuch auch drei eigene Bücher geschrieben. Das mit dem besten Titel, einen der besten Titel der deutschen Popgeschichte, würde ich fast sagen: Was scheren mich die Schafe? Auch aus Übersee angereist, ganz links aus meiner Sicht, Wolf-Dieter Vogel. Seit Jahren in Mexiko als Journalist tätig, ein Land, was immer wieder untergeht, nicht nur eine Grenze nach Norden zu den USA hat, auch im Süden sich wiederum abschottet mit Mauern, von denen du heute sprechen wirst, oder Barrieren. Mexiko ist ein Land mit Flucht, mit Mauern und den Grenzen, und auch eines, was in Europa manchmal untergeht mit 200.000 Toten in den letzten 10 Jahren. Also ein Kriegsgebiet. Thema deiner Recherchen waren auch immer deutsche Waffenlieferungen nach Mexiko, die dort illegal gelandet sind. Herzlich willkommen heute Abend hier. Bevor wir in die inhaltliche Diskussion einsteigen, wie gesagt, es ist großes Glück, Weltreporterinnen und Weltreporter hier zu haben. Und um zumindest kurz diesen Reichtum, den dieses Netzwerk bildet, Ihnen deutlich zu machen, 2, 3 Fragen dazu. Was macht Weltreporter aus? Woraus besteht dieses Netzwerk? An wie vielen Orten sind Weltreporterinnen und Weltreporter tätig? Was für ein Potenzial birgt ihr? Ja, wir sind inzwischen fast 50, berichten aus 150 Ländern, weil von vielen Standpunkten aus man halt auch reist in die Nachbarregionen. Und das Buch zeigt eigentlich ganz schön, was wir im besten Fall können, nämlich bestimmte Themen aus verschiedenen geografischen Blickwinkeln anzugucken, aber dabei natürlich auch verschiedene Themen und Themenschwerpunkte zu betrachten. Also in diesem Buch sind Mauern aus dem ganzen Globus vorgestellt worden, und also das ist das, was wir hier zusammenbringen können, und davon abgesehen in unserer alltäglichen Arbeit jenseits des gemeinsamen Bücherschreibens ist das, was uns auszeichnet, dass wir nicht nur für einzelne Projekte in die Ländern fahren, sondern eben teils seit vielen, vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten vor Ort sind. Das heißt, sich diejenigen, die bei uns Mitglied sind, sehr gut auskennen, die Sprachen sprechen und dadurch auch einen anderen Blick haben als Leute, die jetzt nur einfliegen, weil gerade mal irgendwas explodiert ist oder eine andere Krisensituation besteht. Also das ist das, worauf wir auch Wert legen, dass unsere Leute vor Ort sind, weil wir hoffen, dadurch auch garantieren zu können, dass die Berichte größere Tiefe haben, mehr Perspektiven eröffnen und dadurch auch ein besseres Verständnis erlauben. Wenn man den deutschen oder den europäischen Zeitungsmarkt sieht, bricht die Auslandsberichterstattung immer mehr ein. Große Verlage können sich keine Korrespondenten mehr erlauben. Was könnt ihr dort bieten? Was habt ihr mehr an Ressourcen als die weggekürzten Korrespondenten? Also wir merken das natürlich. Ne? Früher hatten wir den Bauchladen, heute haben das die Verlage. Also das macht die Arbeit nicht einfacher. Die Vorstellung, dass das Reisen in den Regionen viel Geld kostet, existiert nicht mehr so. Und viele Berichte werden aus Kostengründen heutzutage vom Schreibtisch gemacht. Wir versuchen das immer noch anders zu machen, vor Ort zu gehen. Wir finden, dass das die Grundlage von Berichterstattung eigentlich immer noch sein muss. Es geht mir immer so, dass ich, auch wenn ich mich vorbereite auf Reisen in meinem Land Kenia oder in andere Länder der Region,
ich immer vor Ort Dinge verstehe, die ich mir vorher nicht habe ausmalen können, obwohl ich die Region kenne. Das versuchen wir weiterhin zu machen. Das können wir immer noch machen, aber ja, das muss man auch im Kopf haben, wenn immer mehr gekürzt wird, Reisekosten und Sendeplätze oder Druckplätze, wird es auch für uns natürlich enger. Könnte man es so sagen, dass du eine neue Nische, eine neue Marktecke gefunden hast? Das ist jetzt das dritte Weltreporterbuch, was unter deiner Herausgeberschaft herauskommt, wo ja all die Qualität, die Bettina genannt wird, in einzelnen Kapiteln hervorsticht. Warum sind die Weltreporter genau die richtigen, um so ein Buch über Abschottung, Zäune und Mauern zu schreiben? Also ich glaube tatsächlich, zum einen ist es aus der Not geboren. Ja? Also es gibt heute einfach keine Flächen mehr oder kaum noch Flächen, in denen wir eigentlich in der Lage sind, ein so komplexes Thema adäquat darzustellen. Das Buch ist genau das Richtige und das sehen wir ja auch daran, dass die Leser, die jetzt ein solches Buch in die Hand nehmen, eben vielleicht früher dann auch ein Magazin gelesen haben, was noch längere Artikel hatte oder ein Stundenfeature gehört haben. Und das sind alles aussterbende Arten, diese Gattungen. Und warum wir nun gerade die Richtigen sind, dieses Buch zu machen, es ist ja manchmal auch ein Zufall. Also bei Mauer, da hatten wir natürlich auch erstmal die Trump-Mauer im Sinn als erstes und haben dann so langsam gemerkt, als einfach in der Kommunikation über E-Mail, dass das ein Thema ist, was so viele von uns auf der Welt betrifft, auf unterschiedliche Arten, dass wir gesagt haben, das muss man einfach mal ausführlicher darstellen. Und dafür war das Buch dann eben auch das richtige Gefäß. So war das eben mit den anderen Themen auch. Das letzte Buch war ja zum Thema Flüchtlinge und Migration. Und in einer gewissen Weise hat sich da schon abgezeichnet, dass diese Abschottung eine Tendenz ist. Also man könnte sagen, das ist jetzt die logische Konsequenz, dieses Buch zu schreiben. Die These, dass ein richtiger Mauerboom herrscht, ließ sie sich denn durch die Recherchen erhärten? Du hast Einleitung und Schluss geschrieben, hast ein bisschen den Überblick verschafft. Gibt es diesen Mauertrend oder ist das nur eine Wahrnehmung? Na, leider ist das so. Also das Problem war es, wirklich an verlässliche Daten zu kommen. Das ist erstaunlich eigentlich. Wir denken ja immer bei Google Maps, da können wir die ganze Erde sehen. Und da kann man ja auch ganz schnell mal rausfinden, wo eigentlich Mauern stehen und wo nicht. Und das ist tatsächlich nicht so. Also wir haben alleine dafür, um vorne eine Karte erstellen zu können mit allen Mauern, haben wir Wochen und Monate gebraucht, um das zu verifizieren. Ja, das ist ein wahnwitziger Aufwand gewesen. Und das Ergebnis war dann aber tatsächlich, es gibt mehr als 70 Mauern heute, die entweder schon stehen oder die gebaut werden oder die geplant werden. Und es kommen ständig neue dazu. Und vielleicht mal als Vergleich, im Kalten Krieg gab es 19 Mauern. Also da hat man mal eine Vorstellung. Wir dachten ja eigentlich mit den Mauern, das wäre vorbei. Und jetzt haben wir so viele. Und tatsächlich, gerade diese Woche hat Saudi-Arabien nochmal angekündigt, da soll auch eine neue Grenzkonstruktion zwischen Katar und Saudi-Arabien jetzt entstehen, die $750 Millionen kosten soll und die halt Katar komplett isolieren soll. Also das ist im Moment auch ein politisches Mittel der Wahl. Das ist schon eine sehr schreckliche Entwicklung. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Zahlen. Wir haben das große Glück, nicht Zahlen zu Gast zu haben, sondern leibhaftige Weltreporter, die, wie gesagt, auch Dinge von ihren Orten mitgebracht haben. Ich habe zwei Kinder, die spielen immer gerne. Ich habe dir nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Machen wir heute ein bisschen auch Kinderkino zu einem ernsten Thema. Magst du, Bettina, den Anfang machen von deiner Reise zwischen der somalisch-kenianischen Grenze anhand deines Gegenstands ein wenig erzählen? Ja, das mache ich gerne. Ich habe ein Stück Holzkohle mitgebracht. Die habe ich in Kenia gekauft, die kommt aus Somalia und eigentlich dürfte ich die überhaupt nicht haben, weil der Export von Holzkohle aus Somalia nach Kenia ist verboten. Und er ist nicht nur verboten, sondern es gibt theoretisch auch einen Zaun, der undurchlässig sein soll. Also eigentlich könnte sie gar nicht nach Kenia gekommen sein. Der Zaun ist nicht dazu da, den Schmuggel mit Holzkohle zu verhindern, sondern soll Kenia vor den, so die offizielle Erklärung, vor Terroristen aus dem Nachbarland Somalia schützen. Wenn schon die Holzkohle durchkommt, kommen Terroristen natürlich erst recht dadurch. Und tatsächlich ist es so, sagen die Schmuggler, die mit der Kohle und allem anderen da viel Geld verdienen, dass die Grenze erst richtig offen ist, seitdem sie zu ist.
Das liegt daran, dass, also man sieht es auch, wenn man in der Grenzstadt ist, den ganzen Tag Eselskarren mit allem Möglichen aus Somalia kommen. Holzkohle, Zucker, Mehl, Matratzen, was man alles so im Leben braucht. Und dass die Grenze jetzt erst richtig offen ist, liegt daran, dass sie ja zu ist und deshalb das Grenzpersonal abgezogen worden ist. Also es gibt auch einen Zaun natürlich, der sollte eigentlich 700 Kilometer lang werden. Der ist jetzt, weil es dann doch teuer wurde, nur 30. Der hat auch Löcher, also auch offizielle Löcher, weil da war der Grenzverlauf nicht so ganz klar. Dann gab es irgendwie Probleme und Konflikte mit Somalia. Also da hat man den mal aufgelassen und außerdem hat man jetzt an den Grenzdurchgängen auch das Personal abgezogen. Das heißt, in der Folge ist es zwar eigentlich verboten, darüber zu gehen, aber weil ja auch dann an den Grenzkontrollen erstmal keiner steht, kommen die Leute rüber und das noch ohne jede Kontrolle. Also das heißt, diese Eselskarren mit der Kohle könnten genauso gut mit Waffen bis oben vollgestopft sein. Das kontrolliert keiner. Aber, und das ist das eigentlich Tragische daran, die Polizisten oder Grenzkontrolleure, die lungern jetzt in der Stadt rum und sagen, jeden, den sie erwischen mit Kohle, ja, Moment mal, ist ja verboten, die Grenze ist ja zu, also müssen die Leute Schmiergeld bezahlen. Das tun sie auch, weil sie einfach davon leben, von dem Kohlehandel. Aber der Zorn auf die Regierung steigt, die tagtäglich sich als korrupt zeigt und also die Beamten des Staates haben den Ruf, Wegelagerer und Diebe zu sein. Und das eigentlich, der Zorn über dieses Verhalten der Regierung treibt die Leute den islamistischen Gruppen erst zu. Also das ist auch nicht so, als wären die Terroranhänger alles Somalier. Das sind genauso gut Kenianer und insofern ist die Mauer genau oder der Zaun kontraproduktiv. Und kapiert die Regierung, dass der kontraproduktiv ist oder nicht? Also es gibt offiziell keine Stellungnahmen. Die Regierung spricht da nicht drüber, spricht auch über den Zaun nicht mehr, weil das irgendwie schon ja auch ein bisschen peinlich ist, dass der jetzt nach 30 Kilometern nicht so richtig weitergeht, nachdem man 700 volltönend angekündigt hat. Aber die Regierung kommentiert auch nicht, dass bei vielen der größeren Anschläge die Attentäter durchaus Kenianer waren und nicht Somalier. Das ist einfach kein Thema. Ich glaube, das sind Stichworte, die wir in der Diskussion gleich noch aufnehmen, gerade in der Sache Grenzverlagerung durch Europa in afrikanische Staaten wird das uns noch beschäftigen. Vielleicht mache ich jetzt den Sprung nach Mittelamerika. Weitere Grenzen, keine Gegenstände, sondern du hast ein Geräusch mitgebracht. Ich habe ein kurzes Musikstück mitgebracht. Ich spiele es zuallererst mal ab und erzähle dann. Ich hoffe, man hört es einigermaßen. So, das ist auch nur ein kurzer Ausschnitt von einem Musik, also ein Stück, wo ein junger Mann, ein Migrant, ich glaube aus Honduras war der, in einer Migrantenherberge im Süden Mexikos spielt. Das war ein sehr schöner Moment. Ich war mit Ute Löning, mit einer Kollegin, waren wir zusammen in einer Migrantenherberge eben in Oaxaca im Süden des. Die liegt auf der Strecke von Zentralamerika nach in die USA. Und wir haben da ein paar Tage verbracht und unter anderem eben diesen Moment erlebt, der auf eine gewisse Art romantisch war, schön war. Man fühlte sich wie, vielleicht, wenn man das selber manchmal so gemacht hat, dass man mit Leuten da saß, Musik gespielt hat, gesungen hat. Und dachte, wow, ein ganz außergewöhnlicher Moment für diese Leute auch, bis mir dann im Laufe der Zeit, wo wir mit den Menschen dort gesprochen haben, klar geworden ist, es ist einfach ein Teil ihres Lebens. Es ist nicht so, es war ein angenehmer Moment sicher auch für die, aber es ist nicht so, dass sie jetzt in einer Ausnahmesituation was Außergewöhnliches erleben, sondern dass sei ein Migranten-Dasein, dass ein Migrant sein oder eine Migrantin sein, ist zur Identität für viele Menschen geworden. Also das ist nicht eine Sache, die
beginnt, wenn man in Tegucigalpa loszieht, also in Honduras loszieht oder in Guatemala, dann über Mexiko in die USA kommt und dann ist die Situation vorbei, sondern nee, das ist ein Zustand, der eigentlich, habe ich das Gefühl, das ganze Leben für diese Leute anhält. Ne? Die gehen los, sind oft schon das dritte Mal wieder zurück abgeschoben worden von den USA, sind in Honduras oder in Guatemala, El Salvador, ziehen wieder los, sind dann unter anderem in verschiedenen Herbergen, wo sie viele Leute auch schon kennen und müssen sich dann auf den gefährlichen Weg machen Richtung US-Grenze, wo es ziemlich viele Überfälle gibt und, was ich gleich auch noch erklären werde, eben auch ziemlich viele Maßnahmen, um die Leute davon abzuhalten, dass sie da überhaupt ankommen. Aber auch wenn sie dann über die Grenze rübergekommen sind, auch wenn sie in den USA sind, ist es gleichzeitig immer das Wissen, vielleicht bin ich 3 Wochen hier, vielleicht 3 Monate, vielleicht 3 Jahre. Irgendwann bin ich wieder zurück auf los und fange wieder von vorne an. Und diese Identität, das hat sich für mich einfach in diesem Abend und auch mit dieser Musik sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. In dem Beitrag geht es um diese Menschen, in meinem Beitrag. Es geht darum, unter welchen Bedingungen müssen Menschen aus Zentralamerika reisen, um in die USA zu kommen. Und insbesondere, ich habe mich darauf konzentriert, auf den Isthmus von Tehuantepec, auf eine Region, wo Mexiko im Prinzip, so haben das Menschen dort, also die Mitarbeiter dieser Migrantenherberge genannt, die Drecksarbeit der USA machen. Also sprich, es gibt ein Abkommen zwischen der mexikanischen Regierung und der US-Regierung über Überwachungstechnologie, Schulungen, Maßnahmen zur Kontrolle, damit die Menschen erst gar nicht bis zur US-Grenze kommen, sondern eben schon im Süden von Mexiko davon abgehalten werden, bis da oben zu kommen. Und diese Maßnahmen, das ist ein gemeinsames Projekt zwischen den USA und Mexiko, ist so ein bisschen der Hintergrund meines Beitrags. Was ich auffallend fand, ist, dass du von Abschiebezahlen sprichst, Abschiebungszahlen von Mexiko weiter südwärts nach Guatemala. Das hat mich sehr an dieses europäische Verfahren von Polen weiter in die Ukraine, weiter nach Osten zu verlagern, die Grenzsicherung. Ist das vergleichbar oder ist das in Mexiko ein anderes Phänomen? Ich würde sagen, in groben Zügen ja, ist es vergleichbar. Es gibt natürlich verschiedene Unterschiede in dem Sinne, dass viele Menschen eben als Migranten kommen, wobei sich das mittlerweile gerade aus Zentralamerika immer mehr verändert, weil immer mehr Menschen kommen aufgrund der politischen Situation in Honduras oder aufgrund der Gewalteskalation, die in Honduras oder in El Salvador oder auch in Guatemala existiert, wahrscheinlich in Nicaragua auch sich weiter zuspitzen wird, so wie das im Moment aussieht. Aber ja, es ist ganz deutliche Parallelen. Man versucht, die Menschen möglichst weit von der eigenen Grenze wegzuhalten. Das hat man in Europa eben mit dem Mittelmeer. Man hat es mit den Verhandlungen, das gibt mit den Staaten, den Maghreb-Staaten und natürlich auch mit den Staaten südlich vom Maghreb. Und eben das im Prinzip das Gleiche läuft in Mexiko und auch in Zusammenarbeit zwischen den USA und mittelamerikanischen Staaten bis hin zu Nicaragua, wo man ja eigentlich mal dachte, vielleicht, wo sich der Präsident doch im Moment so US-kritisch gibt, ist er einer der ersten gewesen, der an der Grenze zu Costa Rica dicht macht, damit die Migranten und Migrantinnen nicht bis in die USA oder Ortega. Durch Nicaragua durchgehen. Ortega, ja? Mhm. Daniel Ortega. Danke. Wir bleiben auf unserer Weltreise noch einen kurzen Moment in Übersee. Anke, was hast du uns aus Neuseeland mitgebracht? Ja, Kia ora tena koutou katoa. Das ist eine Begrüßung auf Maori. Und da, wo ich lebe, sagt man das auch bei Veranstaltungen wie diesen. Also in einem offiziellen Rahmen ist das ganz üblich, sich so vorzustellen. Ich komme also aus dem Land, was nun überhaupt keine Grenzzäune und Mauern hat, wir haben nämlich nur Seegrenzen. Von daher ist mein Bezug zu den Mauern ein bisschen ungewöhnlicher. Ich habe eine Feder mitgebracht. Kann man mich hören? Muss ich näher ran? So. Ich habe eine Feder mitgebracht. Die ist das Symbol eines winzigen kleinen Ortes in Neuseeland, der heißt Padihaka. Es ist ein Maori-Dorf, was die wenigsten jemals besucht haben, aber den Namen kennen immer mehr, und zwar weltweit. Weil Padihaka mittlerweile das Symbol ist, weltweit
obwohl es hier, sich hier noch nicht so rumgesprochen hat, in diesem Teil der Welt, wird sich aber ändern durch dieses Buch natürlich, für den ersten gewaltfreien Widerstand der Welt, noch 150 Jahre vor Mahatma Gandhi, haben dort die Maori in diesem Ort unter der Führung von zwei Propheten, Tohu und Te Fiti hießen die, im 19. Jahrhundert gewaltfreien Widerstand praktiziert gegen die Kolonialmacht. Muss man dazu wissen, dass Maori besonders stolz darauf sind, dass sie ein kriegerisches Volk sind und das auch immer so praktiziert haben. Und Mauern und Zäune im Zusammenhang mit Paddy Hacker spielen eine etwas andere Rolle, weil Maori damals Zäune errichtet haben rund um ihr Dorf, um dieses Dorf Paddy Hacker, was so eine echte, damals schon ein neues Modell war, ein utopistisches Modell war für ein friedlicheres Zusammenleben ohne Stammeshierarchien, ohne Waffen, mit mehr Demokratie, mit besserer Gesundheitsversorgung. Und die Kolonialmacht halt immer wieder, die Briten versucht haben, wie überall in Neuseeland, den Maori das Land abspenstig zu machen und es dann mit Zermürbungstaktik versucht haben, indem sie halt die Zäune, die die Maori in Paddy Hacker um ihre Felder gebaut hatten, immer wieder einrissen, damit das Vieh davonlief und die Felder zertrampelte. Und in Paddy Hacker hat man halt nach guter Sitte des pazifistischen Widerstandes, der damals erstmal so praktiziert wurde, zumindest in dem Teil der Welt und vielleicht auch weltweit, gesagt, nein, wir kämpfen jetzt nicht mit Waffen dagegen, sondern wir bauen es einfach immer wieder auf. Wir bauen einfach diese Zäune immer wieder auf. Die Geschichte geht noch viel weiter. Ich will sie jetzt nicht so lange ausholen, denn in Neuseeland in Paddy Hacker ist damals ein echter Genozid passiert. Die eigentliche Tragik dieser Geschichte oder die eigentliche Geschichte ist die, dass an jenem 5. November 1881 1500 Soldaten einmarschierten, um diesen widerspenstigen Dörflern, die immer wieder ihre Zäune aufbauten und sich nicht einfach damit zufrieden geben wollten, dass ihnen alles abgenommen wird, dass sie dort einmarschierten und das Dorf niederbrennen wollten, Frauen vergewaltigten auch anschließend, Männer einfach abführten und verhafteten und sich ihnen die Frauen und Kinder dort singend entgegenstellten mit Brot, was sie gebacken hatten für ihre Angreifer und dadurch viel Blut nicht vergossen wurde. Und diese weiße Feder ist seitdem das Wahrzeichen, denn die Frauen und Kinder hatten die alle in den Haaren stecken. Und das ist so ein bisschen wie die Friedenstaube in Europa ist. In Neuseeland sind diese zwei weiße Federn das Symbol geworden für diesen Ort, der auch erst jetzt in den letzten Jahren überhaupt diese Beachtung gefunden hat, als eine Pilgerstätte auch für Friedensbewegungen, für Kirchen, für Friedensforscher. Als ich da war, war da eine ganze Aufwartung von Leuten aus Neuseeland, Pfarrer, eine Traumaforscherin aus den USA war da. Ja, es geht im Grunde bei mir um die indigene Kultur und die Wiedergutmachung. Denn es hat erst im letzten Jahr eine Wiedergutmachung gegeben der Regierung für dieses Dorf Paddy Hacker. 9 Millionen $ werden gezahlt. Und was viel, viel wichtiger ist, und damit kann ich auch gleich den Bogen zum anderen Kapitel schlagen, nämlich Australien, von meiner Kollegin Julika Junge-Hülsing, wo es auch um indigene Kultur geht. Es gab eine offizielle Entschuldigung über das, vor allem über die Vergewaltigungen, die damals stattgefunden haben. Und das hat es bisher in Neuseeland noch nicht gegeben, dass das anerkannt wurde und auch dieser Angriff damals als Genozid anerkannt wurde. Und davon handelt meine Geschichte, ja. Sag doch noch einen Satz dazu, weil wir ja auch Hoffnung spenden wollen als Weltreporter. Dieses Zäune wieder aufzubauen, das ist ja das Gegenbeispiel zu Trump, der auch Zäune aufbaut und wir haben was dagegen. Ist das weitergetragen worden, weil sie ja doch die Maori, Gandhi und andere später inspiriert haben? Was hat das mit diesem Zäune aufbauen als Widerstandsform auf sich? Ja, die haben Zäune immer wieder errichtet und sie haben dieses Motto auch Schwerter zu Pflugscharen umgesetzt. Sie haben das Land einmal wieder gepflügt, was ihnen kaputt gemacht wurde. Und die Zäune und das Pflügen ist einfach dieses Nicht-Aufgeben und weiter dranbleiben und einfach mit praktischen Mitteln statt mit Gewalt sich dem widersetzen und damit einfach so die Stirne bieten. Ich glaube, dass mit Gandhi, ich habe mit einem
Parihaka-Forscher auch da gesprochen, als ich dort war in dem Ort, der sagte, ja, es gibt wohl Überlieferungen, dass Mahatma Gandhi davon gewusst hatte. Ich meine, wir reden hier von einer Zeit, wo es kein Internet gab und so weiter, aber dass selbst Mahatma Gandhi, dass ich das damals zu ihm rumgesprochen hatte, dass es damals diese Form des Widerstands gegeben hat und wie die sich abgespielt hat. Also das schreiben sich jetzt auch die Neuseeländer zugute, dass sie Mahatma Gandhi inspiriert haben. Und diese Propheten aus diesem Ort werden auch öfter die Maori Gandhis genannt. Und mich hat das alles sehr beeindruckt, auch dort überhaupt vorgelassen zu werden, war auch nicht so einfach. Ich musste viele Wege beschreiten, die richtigen Kanäle und die richtigen Ehrerbietungen auch und mit dem richtigen Respekt ankommen. Ich musste meine Begrüßung auf Maori lernen, habe mich dann sehr geschämt, dass ich in 19 Jahren Neuseeland eigentlich immer noch nicht diese Sprache richtig spreche, was ich immer mal vorgehabt hatte. Das wird sich jetzt ändern aufgrund der Recherche für das Buch. Das hat mich sehr inspiriert. Und ja, ich glaube, dass Neuseeland da auch in vieler Hinsicht vorbildlich ist, was diese Wiedergutmachung auch an dem geschehenen Unrecht angeht, vor allem wenn man es auch mit Australien vergleicht und den Sachen, die dort passiert sind und wie lange es dort gedauert hat, bis es eine Entschuldigung von staatlicher Seite gab und Wiedergutmachungen und so weiter. Dankeschön. Mhm. Marc, zurück nach Europa, sichere Zone. Genf, wovor haben die Schweizer Angst? Ja, also als wir angefangen haben, die Idee auszuarbeiten, da war ich eigentlich sicher, dass ich tatsächlich natürlich aus Genf mit allen möglichen UNO-Organisationen mich zum Thema Mauer auseinandersetzen würde. Aber ein Kapitel in der Schweiz, das erschien mir dann doch erst ein bisschen fern. Und aber je mehr Gespräche ich geführt habe in der Schweiz, desto eher hat sich herausgestellt, dass es nämlich doch auch in der Schweiz Mauern gibt, die gebaut werden. Und bevor ich verrate, wo und wie die gebaut werden, sage ich Ihnen erstmal, was ich mitgebracht habe, nämlich dieses schöne Handbuch hier, das kleine rote Buch, nicht das, was Sie denken. Dieses Buch hier ist Ende der 60er Jahre an alle Schweizer Haushalte verschickt worden, das heißt Zivilverteidigung. Und in diesem Buch steht unter anderem drin, wie man einen Bunker baut. Und ein Bunker, also zur Schweizerisch heißt das Schutzraum, einen solchen Bunker, der muss bestimmte Anforderungen erfüllen und der muss möglichst weit unten in der Erde drin sein, also wirklich tief unter dem Haus. Da gibt es, wie gesagt, genaue Zeichnungen, Anleitungen, auch was man nicht alles im Bunker zu haben hat. Denn diese Zeit, als das Buch verschickt wurde, war eben eine Zeit der Angst. Und da sind wir jetzt wirklich bei dem Stichwort, wo sich das berührt, also wo eine Mauer, wie Herr Trump sie baut oder wie Viktor Orban sie bauen lässt, und das, was die Schweizer bauen, nämlich die Mauern in den Bergen drin, diese Schutzräume, sich tatsächlich berühren. Also ich habe mir angeschaut, unter anderem den größten Bunker der Schweiz, der war für 20.000 Leute ausgelegt für den Fall des Atomschlags. Das ist ein ausgehöhlter Berg unter Luzern in 7 Stockwerken. Und in diesen 7 Stockwerken, da befindet sich nur die Verwaltung des Bunkers. Der eigentliche Schutzraum war ein Autobahntunnel. Wenn Sie jemals über die A2 quer durch die Schweiz fahren, dann fahren Sie durch diesen Bunker praktisch durch. Und das Interessante ist, dass die Historiker, mit denen ich da unten war, das ist wirklich ein schreckenserregender Raum. Also da möchte man nicht 2 Stunden sein, geschweige denn 14 Tage im Atomkrieg, dafür war er ausgelegt. Also die Historiker sagen halt, letztlich hätte dieser Bunker niemals funktioniert. Heute weiß man das. Man hat eine Übung mal gemacht, wo man es nicht mal geschafft hat, die Tore zu schließen für die Leute. Und trotzdem hat er eine Funktion erfüllt, und diese Funktion, die erfüllen diese Schutzräume bis heute. Sie sind nämlich tatsächlich einerseits die Antwort auf die Angst, dass von außen eine wie auch immer geartete Gefahr, der Kommunist oder der Deutsche oder wer auch immer, der Ausländer kommen könnte. Und zum anderen schüren diese Schutzräume auch genau diese Angst. Das fand ich einfach nochmal ganz faszinierend, dass diese Schutzraumpflicht, die mal für wenige Tage beinahe aufgehoben worden wäre, eben bis heute fortbesteht, auch deshalb, weil man damit natürlich ganz wunderbar Politik machen kann. Also ein Historiker sagte man, die Enge, die man in diesem Berg fühlt, und die fühlt man wirklich, also der Berg scheint sich auf einen zuzubewegen von allen Seiten, diese Enge, die steht für ihn auch ein bisschen für eben diese Enge der Schweiz und vor allem der nationalistischen Parteien in der Schweiz. Auch wir haben ein AfD-Problem, bei uns heißt die Partei SVP
und erreicht immerhin auch schon ein Viertel der Stimmen. Und das ist tatsächlich eine der Mittel eben, mit denen diese Angst geschürt wird. Wie viele Bunker gibt es in der Schweiz? Vielleicht das noch abschließend. 115% der Schweizer hätten einen Bunkerplatz. Also es gab mal diesen Spruch eines amerikanischen Fotografen, der Bunker bereist hat. Wenn wir einen Atomschlag hätten, wer würde dann überleben? Der US-Präsident, der Vizepräsident, ein paar Israelis, viele Insekten und alle Schweizer. Ja, und so ungefähr ist auch das Gefühl, also wenn jetzt die Gefahr von außen kommt, dann wären die Schweizer einerseits gerüstet, aber man hat tatsächlich auch mit dieser Angst, wird ständig Politik gemacht. Vielen Dank. Du kommst damit schon in den Überbau oder in die Metadebatte eigentlich rein. Ängste schüren sind Wege von Populisten, die neuen Mauerbau rechtfertigen. Wir würden jetzt in die Debatte einsteigen, die wir so in 20, 30 Minuten vor das Publikum öffnen. Wollen aber, glaube ich, wirklich vor Ort mit den Weltreporter-Kenntnissen vielleicht tatsächlich bei dir in Afrika anfangen. Was bewirken diese, du beschreibst sie ja als eine absurde Mauer, als einen absurden Zaun, der seinen Sinn gar nicht erfüllt. Was bewirken diese Mauern dennoch in dem globalen Zusammenspiel, in deinem Fall zwischen Europa und Afrika, für die Abschottung? Naja, also diese kenianisch-somalische Mauer ist jetzt mal ein Sonderfall. Also es hat ja mit Europa in dem Fall nichts zu tun. Also in diesem sozusagen kleinen Sonderfall ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die in der Grenzregion leben, die ethnischen Somalier, sich dadurch, also in Kenia leben, nochmal zusätzlich stigmatisiert fühlen, also sowieso stigmatisiert und benachteiligt sind. Und diese Geste oder die Mauer als Geste sehen gegen sie beiderseits der Grenze und dadurch eben, ich habe es eben schon gesagt, die Aggression eigentlich noch geschürt wird oder die Terrorbereitschaft. Die Zäune oder die Abschottung, die Deutschland oder Europa betreibt in Afrika, findet woanders statt. Das ist ja dann vor allem eigentlich so der südlich des Mittelmeers, also im Sahelraum und so weiter, nach Niger, aber auch Libyen, Tunesien, vorgelagerte Grenzen. Das sind ganz andere Maßnahmen. Also die werden betrieben halt dann eher von Europa, aber in Partnerschaft mit den südlichen Regierungen und Staaten. Da ist Kenia ja auch viel zu weit südlich, also Kenia kommt da gar nicht in Frage. Also das ist dann eher Westafrika, da haben die Kollegen, die in der Region, also Tunesien und so weiter, leben auch Kapitel im Buch. Da ist das Entscheidende natürlich der riesige Aufwand, den Europa betreibt, um dann auch zweifelhafte Regime an seine Seite zu bekommen bei dieser Abschottung, die extrem teuer ist mit zweifelhaftem Ergebnis, aber eben vor allem halt auch diese Regime dann in gewisser Weise stützt, die sich da als Partner andienen. Also ich glaube, eine Parallele, die ich tatsächlich sehe zwischen dieser Abschottung im Norden Afrikas und dieser absurden Mauer zwischen Somalia und Kenia, ist schon die, das sind alles Mauern und Zäune, die gebaut werden von einer kleinen herrschenden Klasse mit Unterstützung des Westens, um das mal ganz plakativ zu sagen. Und die Leidtragenden sind immer die Leute, die da leben. Und das zeigt sich im Norden Afrikas im Kapitel, wo Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird durch diese neuen Grenzen, die jetzt mit europäischer Unterstützung gebaut werden. Und das zeigt sich eben auch in Bettinas Kapitel, in dieser Geschichte zwischen Somalia und Kenia, wo ja in der Ecke, wo diese Mauer jetzt steht, da leben auf beiden Seiten der Grenze ethnische Somalis. Da werden Familien auseinandergerissen, da werden Handelsbeziehungen zerstört. Und letztlich haben es die sowieso schon schwer haben in diesen Grenzregionen, jetzt nochmal schwerer. Und warum ist das so? Weil damit eben große Politik gemacht wird auf Kosten der Kleinen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich diese Ungleichheit, die da manifestiert wird, von einer mächtigen Kaste, das zieht sich wirklich durch fast alle Beispiele in diesem Buch. Das sind dann mächtige lokale Kasten, die aber mit den globalen Wirtschaftsbeziehungen zusammenhängen und auch davon profitieren. Genau, also das sind tatsächlich politisch, also das sind Politiker, die, das ist eine Kaste, ist vielleicht das falsche Wort, aber eine kleine Elite auf jeden Fall in den meisten afrikanischen Ländern, die tatsächlich damit Politik macht, die ihnen und den ihrigen nützt normalerweise. Es fließt Geld. Wir sehen das im Niger beispielsweise, wo Summen geflossen sind in den letzten Jahren, über 1 Milliarde Euro.
Das sind Summen, die ein Land wie Niger niemals zu kriegen hoffen konnte, bis auf einmal es wichtig wurde, dass man da die Grenzen dicht macht. Also da gibt es direkte Zusammenhänge. Und jetzt können Sie sich mal vorstellen, da kannst du dir vorstellen, wer kriegt denn von dieser Milliarde vermutlich nichts ab? Ja, die Leute, die in der Grenzregion leben, die haben halt Pech gehabt. Ja, und die kriegen überhaupt keine Entwicklung oder keinen Fortschritt, sondern die kriegen vor allem mal eine Mauer vor die Nase gesetzt und dürfen mit den Problemen selber fertig werden. Also das war doch in dem Kapitel, also das ist bei mir ein Thema mit dem Handel, Schmuggel und so weiter, aber wird auch schön geschildert eigentlich da bei Tunesien, dass letztlich das Einzige, wovon die Menschen leben, ist der Handel über die Grenze nach Algerien und so weiter und so fort. Und das zu unterbinden, schürt auch wiederum genau das, was man ja eigentlich verhindern will, nämlich die Tendenz nach Europa auszuwandern. Bislang war es so, dass Tunesien zum Beispiel den Schmuggel auch toleriert hatte, aber nun immer massiver angehalten wird, den zu unterbinden oder durch diese verschärfte Grenzsicherung und die Leute halt schlicht nicht mehr wissen, wie sie mit diesem wie sie überleben sollen, wenn dieser Schmuggel wegfällt. Also insofern ist das extrem kontraproduktiv. Ich glaube, in allen Bereichen, auch an der Grenze zwischen Slowakei und Ukraine, du hast Saudi-Arabien neue Grenzbauprojekte genannt, auch in Algerien bauen europäische Rüstungskonzerne an diesem Grenzsystem mit. Wie stark getrieben, vielleicht an dich, Wolf, die Frage, ist das durch Industrien selbst, diese Mauer zwischen Mexiko und den USA, heißt ja auch immer, dass da sogar deutsche Zementkonzerne Interesse haben. Ist das das Wichtigste, dass Konzerne davon profitieren? Oder woher rührt in Mittelamerika diese Zaunmauerbaufreude? Zaunmauerbaufreude. Ja, bisher steht ja noch nicht die Mauer, von der Trump immer spricht. Ich vermute mal, dass die auch wahrscheinlich gar nicht wirklich stehen wird. Also genauso wie Trump in vielen Punkten eine Politik macht, die mehr Ankündigung und Furore ist, als dass sie real dann was passiert, so würde ich mal schätzen oder auch irgendwo hoffen, dass diese Mauer nicht gebaut wird. Es steht aber auch schon ein großer Teil der Grenze ist eh schon erstens gewissermaßen militarisiert im Norden und vor allem steht da eben auch schon ein Zaun. Ist ja nicht so, dass man jetzt einfach rübergehen kann. Es gibt Gegenden, wo man über Flüsse und rüberkommt, aber da steht auch in vielen Teilen schon jetzt was. Und es ist natürlich im Prinzip genauso absurd wie auch in anderen Teilen der Welt, ganz einfach, weil es kommen ja ständig, also erstmal wird die Mauer niemand aufhalten. Ich habe niemand getroffen, auch jetzt, als wir dort waren vor einem halben Jahr, wo die Mauerdebatte ja schon über ein Jahr alt ist. Ne? Ich habe niemand getroffen, der deswegen sagte, er würde jetzt nicht dorthin gehen. Also es gibt ein Problem, dass offensichtlich noch mehr Kontrollen in den USA gibt, dass noch mehr, also die Leute schneller wieder abgeschoben werden, was im Prinzip heißt, mehr Investitionen in die Schlepper und in Migrantinnen und Migranten wieder rüberbringen. Aber es ändert ja nichts an der grundsätzlichen Situation. Es gibt niemanden, der deswegen nicht versuchen wird, darüber zu gehen. Und ein Teil ist ja auch, also es ist ja nicht so, dass die USA nicht ein bestimmtes Potenzial dieser illegalen Leute auch ganz klar bräuchte. Es werden ja jedes Jahr eine bestimmte Menge an Menschen einfach reingelassen. Die werden dann halt gegebenenfalls wieder abgeschoben. Aber man braucht diese Leute ja für die Erntearbeiten, für andere Billiglohnaufgaben. Insofern ist das alles mehr eine Inszenierung, eine rassistische Inszenierung, würde ich sagen, als dass es einen realen Sinn hat. Ne? Die Migration wird weitergehen. Und bei uns ist es ja so, es gibt eben diese Mauer im Norden, von der man die ganze Zeit spricht, und eben diese nicht real existierende Mauer, von der ich schreibe, die eher besteht eben aus Überwachungsmaßnahmen, aus permanenten Kontrollen, aus Datenaustausch und so weiter. Diese Mauer, dafür gibt es eigentlich noch weniger Sinn. Es gibt überhaupt keinen Sinn, warum die mexikanische Regierung sich darauf einlässt. Ne? Das ist im Prinzip ein Deal, weil natürlich Mexiko erheblich ökonomisch abhängig ist von den USA.
Aber es gibt ja für die, also Mexiko selbst, also aus Mexiko gehen ja Millionen, also es sind ja 22, 23 Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner in den USA oder Menschen mit mexikanischem Ursprung sind in den USA. Aber gleichzeitig so eine rassistische Politik zu betreiben gegen die Menschen, die aus Mittelamerika kommen, die man versucht dann im Auftrag der USA weiter südlich abzuhalten. Dafür gibt es ja keinen materiellen, realen Grund für Mexiko. Ne? Das ist auch sehr umstritten, eben weil viele Mexikaner genau wissen, was es heißt. Also halb Mexiko, auf dem Land unheimlich viele Dörfer leben ausschließlich davon, dass ein Angehöriger oder ganze Familien eben in den USA leben. Und deswegen weiß man auch ganz genau, wenn Menschen aus anderen Staaten kommen, warum die dahin gehen. Ne? Deswegen auf der einen Seite ist es kein zentrales Thema, weil auch in Mexiko natürlich ein Rassismus besteht gegenüber Zentralamerika. Zum anderen spielt das im Alltag für viele Menschen natürlich keine Rolle. Es sind Flüchtlinge oder Migranten, Migrantinnen hauptsächlich, die durchreisen. Und ja, aber es gibt auch keinen Grund, eigentlich gegen sie vorzugehen. Es gibt für Mexiko keinen realen Grund, gegen sie vorzugehen. Es passiert trotzdem. Marc, du siehst einen Grund? Ja, ich wollte nochmal auf den Aspekt der Firmen und der Industrie kurz eingehen. Also das ist auch etwas, was wir tatsächlich an vielen Orten auf der Welt gesehen haben. Mauern kosten Geld. Und es gibt für diese Trump-Mauer keine validen Berechnungen, aber es gibt Schätzungen vom Rechnungshof, der ist ja auch relativ unabhängig in den USA, der sagt, das kostet irgendwas zwischen 7 und 21 Milliarden Dollar. Und das ist nur der Bau der eigentlichen Mauer. Da muss die ja auch betrieben werden, da müssen Soldaten an die Grenze, da müssen Fahrzeuge hin und so weiter und so weiter. Also es kostet ein Heidengeld. Und wo viel Geld ausgegeben wird, da wird eben auch sehr viel Geld verdient. Und interessant ist, dass tatsächlich bei der Mauer Mexiko, USA, sich mehr als 700 Unternehmen weltweit auf die erste Ausschreibung beworben haben sollen. Und zwar Unternehmen aus der ganzen Welt. Aber die meisten Unternehmen kamen aus den USA und aus Mexiko. Und das war, während Mexikos Präsident noch gesagt hat, wir werden Retaliation machen, wir werden uns wehren, es wird wir machen die virtuellen Grenzen dann dicht, ihr kriegt dann keinen Handel mehr, weiß der Himmel was. Und währenddessen haben sich halt die großen mexikanischen Konzerne, die Baukonzerne, Cemex, einer der größten Zementhersteller der Welt, haben sich beworben, an diesem Mauerbau teilzuhaben. Und ich glaube, da sieht man auch noch mal, wir haben ja eben schon über Ungleichheit gesprochen, wie weit sozusagen da einerseits diese globalisierte Industrie und die Interessen der Bevölkerung und der eigentlichen Länder und selbst deren politischer Spitze, wie weit das auseinandergeht. Und das ist eine der erschreckenden Erfahrungen eigentlich, dass wir deutsche Rüstungskonzerne haben, die in Israel oder die im nördlichen Afrika mit Drohnen und mit irgendwelcher Technologie hingehen und die im großen Stil verkaufen und sagen, ja, das ist ja für die Grenzsicherung, aber es ist eben für eine Grenzsicherung, die fatale Folgen hat. Und man stützt damit natürlich auch jetzt im Fall Afrikas beispielsweise Regime, die eben, wie das Bettina ja auch erklärt hat, immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung haben und die diese aufgerüsteten Sicherheitsapparate deshalb natürlich auch nach innen nutzen werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Danke, Marc. Du hast diese wirtschaftlichen Profite beschrieben, auch die Verlierer dieser Gier, dieses Profittreibens. Anke, du hast in deinem Kapitel die kulturellen Wunden, die Zäune hinterlassen können, ja, beschrieben. Ich finde das für die Debatte auch, wo wir auch über einen Generationenwandel sprechen, 1989, vor 30 Jahren die Mauern auf, jetzt werden Ungarn, Österreich diese wieder zumachen. Beschreib doch mal, was diese Wiedergutmachung, wieso das so ein langer Prozess ist. Ja, der zieht sich ja, es gibt das Treaty of Waitangi in Neuseeland, das ist eigentlich der Staatsvertrag gewesen, Staatsgründungsvertrag zwischen den Maori und den Briten gewesen, der aber nie richtig gewürdigt wurde und der eigentlich beiden Seiten entsprechende Rechte einräumte, die aber den Maori dann lange nicht, die sind nicht praktiziert worden, die sind immer wieder missachtet worden, denen wurde die Sprache geklaut und die Kultur zerstört und so weiter. Und das Bewusstsein dafür und dieses Wiederbeleben dieses Treaties, das Treaty ist ein Begriff, den jeder Neuseeländer in der Schule lernt und über dieses Treaty, über diesen Vertrag von Waitangi auch lernt. Und das ist eigentlich erst in den letzten 30, 25, 20 so sukzessive letzten Jahrzehnten
Ist das erst richtig eingesunken, wie wichtig das ist, dass da wieder was, dass diese Wiedergutmachung stattfinden muss? Und da ist Neuseeland sehr stark auf dem Sektor. Und da sind auch die Maori, die ja dann ein Achtel der Bevölkerung ausmachen, auch eine sehr starke politische Kraft. Und nochmal kurz auch auf Parihaka zu kommen und die Zäune und die Mauern, was ja auch irgendwie so tragisch auch dort war, dass die Männer, die meine Geschichte ist halt eine historische Geschichte, die aber immer noch Auswirkungen hat bis heute. Denn diese Wiedergutmachung und auch diese Anerkennung oder Entschuldigung für diese Vergewaltigung, was besonders tief sitzt, hat sie erst vor einem Jahr gegeben. Das ist noch wirklich nicht lange her, wenn man denkt, 135 Jahre nach der Tat. Und diese Männer, die damals verschleppt und verhaftet worden sind und jahrelang durch die Gefängnisse der Südinsel dann geirrt sind oder immer wieder woanders hin verpflanzt wurden, die haben viele, viele Mauern gebaut. Ich habe einige davon auch gesehen oder eine davon bei mir sogar in der Nähe, Littleton. Die haben viele Mauern gebaut in schwerster Straßenarbeit, Zwangsarbeit als Gefangene. Und das ist auch so tragisch letztendlich, dass Neuseeland, was ja auch unter dem Klimawandel und steigendem Meeresspiegel zu leiden hat, wie alle pazifischen Staaten früher oder später, viele der Seemauern in Neuseeland oder Befestigungen auch an Küstenstraßen, zum Beispiel unten im Süden, daneben von den Männern von Parihaka gebaut worden sind. Da gibt es auch Denkmäler, die da stehen. Also dieses Parihaka, da geht es halt nicht nur um Friedensbewegung und Widerstand und gewaltfreier Widerstand. Das ist wahrscheinlich mehr für Friedensbewegungen und auch kirchliche Gruppen wichtig, aber wofür Parihaka vor allem auch steht, ist, da ist Unrecht geschehen worden, da ist Unrecht geschehen und das muss wieder gut gemacht werden und Neuseeland schämt sich für das, was da passiert ist. Und es gibt zum Beispiel auch eine große Bewegung, dass man den die Guy Fawkes Night, ich weiß nicht, ob die Leuten bekannt ist, die aus dem Angelsächsischen kommen, das ist ein Feiertag in England und der seitdem im ganzen Commonwealth gefeiert wird und da geht es um einen Terroristen eigentlich, der damals, ich weiß nicht vor wie viel Jahren das britische Parlament in die Luft sprengen wollte und deshalb werden immer noch Feuerwerksraketen überall im englischsprachigen Ausland im Commonwealth in die Luft geknallt. Völlig absurder Feiertag, wenn man das mal bedenkt. Und an diesem Tag, das ist nämlich der 5. November, an dem damals nämlich dieser Einmarsch in Parihaka passierte, dieser Tag soll in Parihaka Day umbenannt werden. Da gibt es also eine große Bewegung auch dafür. Und das hat wiederum damit auch zu tun, um die Würdigung dieses Unrechts, was ganz wichtig ist und halt auch mit finanziellen Ausgleich natürlich einhergeht. Ja. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, Markus. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Ich bin da ein bisschen auch ein bisschen abseits von diesem Thema und trotzdem spielen halt Zäune da auch eine Rolle. Und ja. Und den Bogen, den ihr ja versucht zu spannen, ist schon auch ein historischer. Ich weiß nicht, ob Einleitung oder Schluss kommt, das Ronald Reagan-Zitat, ich glaube 1988 bei seinem Berlin-Besuch, konservativer amerikanischer Präsident, der Tear down this wall fordert und 30 Jahre später wieder ein Republikaner, der sagt, build that wall. Was ist da passiert? Wie ist diese Ära der Abschottung zustande gekommen? Siehst du das in Afrika so? Siehst du das in Genf so? Also die Mauern versuchen ja diejenigen, die Mauern anpreisen oder bauen, versuchen ja erstens Angst, also versprechen ja Bedrohung abzuwehren und auch eine gewisse Ordnung zu geben in der Welt, die tatsächlich ja unübersichtlicher und chaotischer wird. Also ich glaube, das ist das, weshalb die Zahl der Mauern zunimmt. A und B, ganz faktisch nimmt die Ungleichheit zu. Also dass mehr Länder das Bedürfnis haben, sich abzuwehren, abzuschotten, liegt ja tatsächlich auch an einer wachsenden ökonomischen Ungleichheit. Also es ist ja kein Zufall, dass da USA, Mexiko und so weiter das südlichere Amerika eine Rolle spielt oder eben auch Europa, Afrika. Also da gibt es ja reale Grundlagen für und solange diese Ungleichheit anhalten wird, gibt es natürlich auch den Sog in die Flächen, wo es reicher ist. Also da kann ich anschließen. Ich habe eben Lachen gehört, als du nach Genf gefragt hast. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, Genf der Ort, wo man tatsächlich den Hintergrund des Mauerbooms wirklich gut erfahren kann. Weil tatsächlich, also Ungleichheit in
sämtlichen Variationen, die, wenn man bei UNICEF nachfragt, dann werden die uns sagen, dass halt Kinder einfach viel ärmer sind, als sie es noch, oder dass die, der Abstand zwischen Armut und Reichtum bei Kindern jetzt bei UNICEF beispielsweise gewachsen ist, also dass die Ungleichheit gewachsen ist. Das Gleiche erzählt uns UNCTAD, wenn es um den Handel und um die Entwicklung eben zwischen Nord und Süd geht und so weiter. Das kann man wirklich einmal durchdeklinieren. Und wir haben beim Mauern, Mauern trennen. Und das Buch heißt ja auch nicht zufällig ausgeschlossen. Also wenn wir jetzt an die Berliner Mauern denken, die Berliner Mauer war ja nun da, um eine ganze Bevölkerung einzuschließen. Also man hatte ja eigentlich, hatten die Mauern einen vollkommen anderen Sinn im Kalten Krieg. Und heute sollen Mauern vor allem eins, sie sollen ausschließen. Das heißt, es gibt immer, es gibt Privilegierte und es gibt Unterprivilegierte. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und die Gewinner und die Privilegierten und die, denen es gut geht, die sind auf der Seite innen der Mauer und die anderen sind draußen und die sollen bitteschön auch draußen bleiben. Und eine Zahl, die ich schon faszinierend finde, ist, wir haben einerseits eben weit mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung, die halt in Armut leben und die sozusagen draußen bleiben sollen. Wir haben auf der anderen Seite aber eben auch eine Zahl von Milliardären, die so hoch ist wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das sind Zahlen, die korrelieren. Und das sage nicht nur ich, sondern das ist beispielsweise, wenn wir jetzt in Genf bleiben, auch etwas, was das Weltwirtschaftsforum sagt. Das ist jetzt nun wirklich nicht als linksradikal verschrien. Und die formulieren sogar noch Sorgen, dass diese Ungleichheit so groß ist, weil sie sagen, auf Dauer wird man diese Ungleichheit, wird sich entladen irgendwie. Und die sagen auch sehr deutlich, mit Mauern, wie auch immer die geartet sind, wird man das nicht aufhalten können. Der Druck wächst sozusagen durch die Mauern noch weiter an und irgendwann implodiert oder explodiert das Ganze dann. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der beängstigenden Aussichten, die wir ja wirklich praktisch überall in der Welt sehen. Sei es in Brasilien, wo sich die Reichen in Wohnvierteln einmauern und nicht nur da, oder sei es eben, wo ganze Staaten dann umzäunt werden. Wolf. Es gibt da so ein Verhältnis, was sich gegenseitig bedingt zwischen Einschließen und Ausschließen. Ich finde, was die USA betrifft, geht es mehr also um Einschließen als um Ausschließen im Prinzip. Ne? Also die Mauer ist ja eher so ein Sinnbild, oder die Mauer, die gebaut werden soll, ist ja eher ein Sinnbild dafür, America first. Ne? Wir produzieren, wir werden nicht mehr die günstigen Autos aus Mexiko kaufen, sondern da wird eben über der NAFTA-Vertrag wird reduziert oder ganz ab gar nicht unterschrieben. Das ist ja alles in Debatte, es ist zwar jetzt vorangegangen, aber der Ansatz ist ja der, America first, wir produzieren, wir brauchen den Rest der Welt überhaupt nicht. Und da geht es ja eher darum, wir schotten uns ab, aber wir schließen uns ein. Ne? Und weil das Ausschließen, wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, ich bin mir ganz sicher, dass die Migration, zumindest die temporäre Migration für Saisonarbeiter und so weiter, die wird genauso weitergehen, wie das vorher, wie das auch bisher, oder sie geht im Moment genauso weiter. Und andersrum, es werden zwar im Moment auch viele Leute abgeschoben, aber die massive Abschiebungswelle in den USA begann unter Obama und nicht unter Trump. Also die Zahlen sind massiv gestiegen unter Obama schon. Und sie gehen zwar jetzt nicht runter, meines Wissens, aber es ist auch nicht so, dass Trump derjenige ist, der faktisch diese Sache in die Höhe, also die Abschiebungen in die Höhe getrieben hätte. Ja, du hast gesagt, der Mauerbau, also da ist die USA-Mauer so ähnlich wie meine kenianisch-somalische. Nämlich erstmal ist ja viel davon die Rede und es ist sozusagen ein Versprechen, jetzt nicht aus unserer Sicht vielleicht ein positives Versprechen, aber faktisch wird die Mauer ja gar nicht gebaut. Also auch zwischen Kenia und Somalia bezweifle ich, dass diese 700 Kilometer erreicht werden. Es ist ja tatsächlich auch eine Symbolpolitik und das auch ganz fatal, also vor allem in Kenia, gäbe es gute Gründe für die Regierung, sich mal hinzustellen und zu sagen, Moment, was ist da eigentlich los? Also warum eskaliert der Terror? Warum schließen sich immer mehr Kenianer diesen islamistischen Gruppen an? Was ist da in Somalia los? Aber statt das zu analysieren und dann auch vielleicht öffentlich zu debattieren, wird irgendwie von so einer Mauer geredet, die es nie geben wird. Und auch abgelenkt natürlich von den Problemen. Und die Folge ist, dass Probleme, die bestehen, vertieft werden. Also es ist eben
wir haben es ja schon kurz angesprochen, inzwischen, es gibt auch ethnische Somalier in Kenia und so weiter und die anderen Kenianer aus dem Landesinneren fühlen sich wiederum auch von diesen somalischen Kenianern verfolgt. Und es gibt mittlerweile unglaublich wenige Menschen aus dem Rest des Landes, die überhaupt nur wagen, in der Grenzregion zu leben, weil sie inzwischen auch glauben, dass sie da massakriert und abgeschlachtet werden. Und als ich da war in der Region, hat mich einer vor allem beeindruckt, einer der letzten anderen Kenianer, sage ich mal, ein Lehrer, der in der Gegend war, die anderen sind alle schon wieder zurück in die anderen Landesteile gegangen. Und der hat gesagt, naja, also mit dem Terror ist so eine Sache. Es gibt ja auch genug schwarzkenianische Terrorgruppen, die es tatsächlich gibt. Also von der Ethnie der Regierung, die da auch viel Unheil gestiftet haben. Und dass der Mann noch, also ein Lehrer interessanterweise, dass der noch den Mut hatte zu sagen, ist eigentlich wurscht egal. Der war nämlich genau von dieser eigentlich Machtelite von den Kikuyu und hat gesagt, ja, unsere Leute sind ja auch nicht besser. Und ist in der Grenzregion geblieben und hat gesagt, das Einzige, was ja helfen würde, wäre, die Schulen besser auszustatten und mehr Geld in die Schulen zu investieren und den Leuten hier Chancen zu geben und dagegen anzugehen. Und ich glaube nicht, dass ich hier umgebracht werde, nicht mehr als irgendwo im Rest des Landes. Das fand ich großartig und so Stimmen, die sich selber dann damit auseinandersetzen und analysieren, worum es eigentlich geht und warum die Gewalt zunimmt, die werden halt weniger und das ist dann auch wiederum, das ist dann das Schöne von unserer Arbeit. Ne? Wenn man vor Ort geht, trifft man solche Leute und das ist ja dann auch wieder ermutigend, dass es immer noch mal solche Stimmen auch gibt. Ja, vielen Dank für diese Stimme und ich glaube, sie ist nachzulesen in diesem Buch, was draußen zum Verkauf aussteht. Und um Ihnen noch ein bisschen einen Geschmack zu geben, wie dieses Buch wirkt, was für einen Sound dieses Buch hat, wollten wir, bevor wir die Fragen für Sie öffnen, Wolf-Dieter Vogel noch einen kleinen Ausschnitt vorlesen lassen aus seiner Reportage im Süden Mexikos. Okay, also ist der Beginn meiner Reportage. Alberto Jesus Vargas hätte es wissen müssen. Gerade hier auf den einsamen, versteckten Pfaden, weit ab von den Dörfern und Straßen, warten die Wegelagerer besonders häufig auf ihre Opfer. Zwischen dem vertrockneten Gestrüpp, den ausladenden Bäumen der Mangoplantagen und den unzugänglichen Ufern des Rio Ostuta sind Fremde wie er den einheimischen Verbrecherbanden hilflos ausgesetzt. Dennoch hat er diesen Weg gewählt. Wie aus dem Nichts kamen drei Männer auf Vargas und seinen Mitreisenden zu. Einer trug eine Pistole, die anderen waren mit Macheten bewaffnet. Es dauerte nicht lange und die Kriminellen hatten den beiden so gut wie alles abgenommen. Die zweite Hose, ein paar T-Shirts, den Rucksack und die letzten mexikanischen Pesos. Sie schlagen und beleidigen dich. Du weißt nie, ob sie dich töten oder am Leben lassen, berichtet der Honduraner, der sich an diesem Tag im Dezember 2017 erinnert. Der 33-Jährige mit dem kräftigen Körper und dem freundlichen Blick macht nicht den Eindruck, dass er sich so schnell unterkriegen lässt. Doch der Schock sitzt tief. In solchen Momenten stellst du dir immer die Frage, vorwärts oder zurück. Aber ein Zurück gibt es nicht. Für keinen der Migrantinnen und Migranten, die jetzt mit ihm im Speisesaal der Herberge Brüder auf dem Weg in der südmexikanischen Kleinstadt Ixtepec zu Abend essen. Von ihnen erntet er zustimmendes Nicken. Sie wissen genau, wovon er redet. Sie alle sind ohne die nötigen Papiere unterwegs und reisen illegal durch Mexiko. Ja, er hätte wissen müssen, dass es gefährlich ist, diese einsame Strecke nahe der Pazifikküste zu gehen. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Vargas sich auf den Weg in die USA macht. Aber was hätte er tun sollen? Zunächst lief alles nach Plan. Von den Grenzern unentdeckt konnte er den Rio Suchiate überqueren, jenen Fluss, der Guatemala von Mexiko trennt. Trotz der Kameras, trotz der Grenzbeamten, die mittlerweile ständig patrouillieren. Von dort aus ging er zu der Stelle, wo der Güterzug losfährt, den alle La Bestia nennen. Die Bestie sollte ihn in den Norden bringen, quer durch Mexiko, etwa 2500 Kilometer weit bis an die Grenze zu den USA. Doch schon am nächsten Bahnhof hatte die Fahrt des Honduranos ein Ende. Keine Stunde, nachdem er sich auf das Dach eines Waggons gesetzt hatte, erschienen Beamte der Migrationspolizei. Wir mussten flüchten, sonst hätten sie uns festgenommen und abgeschoben, erklärt er.
Also blieb ihm nichts anderes übrig, als jenen Weg einzuschlagen, der ihn sein Hab und Gut gekostet hat. Vargas hat nach dem Überfall Schutz in der Herberge gesucht. Wer es bis hierher geschafft hat, kann glücklich sein. Nicht nur, weil das Projekt des Pfarrers Alejandro Solalinde den illegalen Reisenden kostenlos Unterkunft, Essen und Duschen bietet, sondern auch, weil Ixtepec bereits ein gutes Stück jenseits der Mauer liegt, mit der mexikanische Behörden im Auftrag der US-Regierung verhindern wollen, dass die Wanderarbeiter aus Mittelamerika bis an die US-Grenze gelangen. Eine Mauer, die aus scharfen Kontrollen, hochtechnologischem Gerät und einer intensiven Datenerfassung besteht. So jedenfalls sehen es Solalinde und die Frauen und Männer, die in der Herberge arbeiten. Mexiko macht die Drecksarbeit für die USA, urteilt Jessica Cárdenas. Dankeschön. Den ersten Arm habe ich schon gesehen, das ist schön. Ich würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen und kurze Fragen zu stellen. Legen Sie los. Ja, danke, Helmut Hoffmann ist mein Name. Ich habe mich gleich gemeldet, weil ich jetzt eigentlich gleich in eine andere Veranstaltung gehen möchte, aber das doch noch gern loswerden möchte und das nicht weggehen, nicht als Protestkundgebung gesehen haben möchte. Meine Bemerkung richtet sich eigentlich gar nicht an das Panel, sondern eher an den Veranstalter. Also Mauern und Zäune ist wirklich ein aktuelles Thema, wichtiges Thema. Wir haben jetzt hier auf dem Podium das Thema Trump, Wall, das ist prima. Dann haben wir was gehört von einer Mauer mit 30 Kilometern in Afrika, die eigentlich gar keine Funktion hat. Wir haben was gehört von Atombunkern in der Schweiz und was von den Maori gehört. Ich habe eigentlich gedacht, wir hören etwas über Ceuta und Melilla, den beiden Exklaven in Marokko, den spanischen, wo ungefähr 6 Meter hohe Zäune sind. Wenn Sie dazu fragen wollen. Nee, darf ich vielleicht eine Bemerkung machen? Ist möglich. Ich habe gedacht, wir hören vielleicht was über den Zaun, den Orban gebaut hat. Ich habe gedacht, wir hören vielleicht etwas über den Zaun, den es in Israel zwischen Gaza und den palästinensischen Gebieten gibt. Ich weiß, wer den schon mal gesehen hat, sind 6 Meter hoch. Das wäre eine interessante Frage gewesen. Auch dazu ist ein Kapitel in dem Buch zu finden. Sind wir hier bei der Böll-Stiftung? Darf man hier diskutieren? Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Böll-Stiftung, der Weltreporter und der Deutschen Verlagsanstalt. Okay. Es handelt sich um eine Buchvorstellung, in denen 4 Weltreporter einzelne Themen anreißen. Aber Marc, magst du bitte? Ich wollte einfach nur auf Sie reagieren. Darf ich das vielleicht zu Ende führen? Ich finde nur, dieses Thema kann man anders hier auf die Bühne bringen. Sicherlich, zweifelsohne. Wir haben uns für dieses Format heute Abend entschieden. Das wollte ich nur gesagt haben, das war alles. Und ich würde zumindest gerne noch die Chance haben zu sagen, warum wir uns dafür entschieden haben. Das war ja auch tatsächlich mit einem Hintergedanken. Das ist natürlich der erste Gedanke, den wir gehabt haben. Also wir sprechen über die Mauer Trump, wir sprechen über die Mauer Orban, wir sprechen über die Mauer Israel-Gaza. Es sind alles Mauern, die im Buch enthalten sind, genauso wie Melilla auch. Und wir wollten gerade einmal die Breite aufmachen und die Mauern heute Abend thematisieren, die man eben nicht so kennt. Für uns war das zumindest das Aha-Erlebnis, das habe ich am Anfang versucht zu sagen, wie viele Mauern es auf der Welt gibt. Und auch wie viele Mauern vom Schlage Orban-Mauer es gibt. Diese Mauern spielen eine sehr große Rolle in unserem Buch, die Sie genannt haben. Warum ist das so? Weil wir auch versucht haben herauszufinden, mit welchen Begründungen sind diese Mauern eigentlich gebaut worden, die heute gebaut werden. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass fast 2/3 der Mauern ganz offiziell mit der Begründung gebaut werden, Migranten draußen zu halten. Das ist die offizielle Begründung. Also, und wir haben hier Zitate auch drin, wie zum Beispiel von Herrn Netanyahu, der sagt, wir bauen eine Mauer nach Ägypten. Ja, wir machen das auch wegen dem Terrorismus, aber die wirkliche Katastrophe wäre es, wenn wir einen Ansturm afrikanischer Flüchtlinge hätten. Und solche Sätze hören Sie überall auf der Welt. Und Sie haben vollkommen recht, es gibt diese prominenten Mauern, die wir ausführlich behandeln. Unsere Entscheidung war jetzt heute Abend auch mal ein bisschen den Bogen zu schlagen über die Kontinente hinweg. Tut mir leid, wenn Ihnen dadurch was gefehlt hat oder auch jemand anderem. Aber seien Sie gewiss, uns ist die Vielfalt dieser Mauern wirklich bewusst und auch die Tatsache, dass sie vor allem im Moment ein Mittel sind,
um Xenophobie und Angst vor Ausländern zu schüren. Also das ist tatsächlich das zentrale Motiv und das muss auch ganz deutlich gesagt werden. Ich würde auch gerne noch einen Satz anfügen. Es gibt auch einen ganz simplen praktischen Grund, warum wir hier so sitzen in dieser Konstellation. Es sind 21 Reportagen in diesem Buch und ich glaube, einige davon gehen genau in die Richtung, von der Sie vielleicht hier heute Abend gerne mehr gehört hätten. Wir leben aber alle über die Kontinente verteilt und dieses Buch ist jetzt erschienen. Wir haben das große Glück, dass gerade wir vier jetzt hier greifbar waren und im Lande sind. Ich komme von weit her. Daraus hat sich vielleicht diese etwas ungewöhnliche Mischung ergeben, aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in dieses Buch reinschauen und von den 21 Reportagen andere gelesen haben, wird sich vielleicht die Frage dann auch erübrigt haben. Ja? Danke. Sie hier vorne und dann Sie. Hallo, mein Name ist Svenja. Ich studiere War Studies in London und erstmal vielen Dank für Ihr Engagement und die Vielfalt. Ein bisschen konkreter würde mich interessieren, was genau meinen Sie damit, dass Tunesien davon vom Schmuggel lebt und diesen Schmuggel braucht und jetzt alles dafür getan wird, diesen zu unterbinden? Und zweite Frage, wen meinen Sie mit der mächtigen Kaste in Tunesien? Genau. Danke. Mächtigen Kaste. Also zum einen leben... Natürlich, wolltest du sammeln? Nee. Ich glaube, jetzt können wir einfach so erstmal antworten. Also als allererstes leben natürlich die Menschen im Grenzgebiet vom Schmuggel. Alle Familien an den Grenzen können eigentlich nur davon überleben. Das Kapitel im Buch ist nicht von mir, sondern von einer Kollegin. Aber die erzählt, das fand ich sehr eindrücklich, von einem Polizisten, der einerseits Polizist ist und andererseits seine Familie auch vom Schmuggel lebt. Es geht gar nicht anders, weil man nicht anders genug verdient, um über die Runden zu kommen. Und aber gleichzeitig die Regierung, also ein erheblicher Teil des Staatshaushaltes, da das Kapitel nicht von mir ist, schätze ich jetzt ein bisschen, ich meine, es wären ein Drittel oder sowas gewesen, auch sozusagen offiziell eingenommen wird, der Grund, weshalb die Regierung das eigentlich immer hat laufen lassen, weitgehend auch immer noch, also immer noch ein großer Teil, die attraktivsten Schmuggelgüter immer noch über die offizielle Grenze kommen zwischen Libyen und Tunesien und gar nicht mal über die grüne Grenze und eher über die Schmuggelgrenzen, die Sachen kommen, die nicht so attraktiv sind. Also Plasmabildschirme und so weiter wird immer noch gerne über die offizielle Grenze gegen ein bisschen Schmiergeld und so weiter und so fort an die Behörden. Das meine ich zudem, also wenn das ein Teil des Haushalts ist, weshalb ich gesagt habe, auch der Staat lebt davon. Mit der Kaste meine ich die politische und wirtschaftliche Elite. Das ist miteinander verwoben. Also Kaste ist ein unklarer Begriff, aber halt, ja, politische und wirtschaftliche Elite. Ja, ich habe das Wort ja auch gebraucht, also ich und hatte, glaube ich, direkt danach schon gesagt, Kaste ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, wir hatten ja eben gesagt, Ungleichheit ist das zentrale Motiv des Mauerbaus. Und Ungleichheit natürlich zwischen beispielsweise Europa und Afrika, aber auch Ungleichheit innerhalb der Länder, die zu beiden Seiten der Grenze liegen. Und diejenigen, die diese Mauer bauen, die gehören im Allgemeinen zu einer wirtschaftlich gut situierten, politisch einflussreichen Gruppe, während diejenigen, die in den Grenzregionen leben, die im ganz überwiegenden Teil arm sind, unentwickelt, abgehängt, auch mit dem Rest des Landes schlecht verbunden, zumindest wenn wir jetzt von Afrika sprechen, die gehören eben zu den Verlierern. Und so gesehen haben wir eine doppelte Ungleichheit, wenn wir jetzt die Mauer eben sehen, Tunesien, Algerien, die ja eben für Europa auch und von Europa dort gebaut wird, dann ist es so, dass sie gleich mehrfach Ungleichheit manifestiert, eben auch innerhalb von Tunesien, zwischen Tunesien und Algerien und zwischen Afrika und Europa. Der Herr? Guten Abend, mein Name ist Karim Al-Asadi. Ich bin ursprünglich Iraker und ich lebe hier in Berlin. Meine Frage ist, in der Tat, es ist auch eine Bemerkung. Ich kann es verstehen,
wenn wir von Mauern sprechen, dass man sich eigentlich von Mauern von Herrn Trump konzentriert, obwohl ich bin völlig dafür, dass man Brücken eigentlich bauen soll statt Mauer. Und dass jede Mauer, die in einem bestimmten Land oder zwischen zwei Ländern gebaut wurde, ist ein Rücktritt in der Zivilisation zu betrachten. Meine Frage oder meine Bemerkung, wir betrachten besonders in der westlichen Welt, ich habe hier in der Bundesrepublik Deutschland auch studiert und ich kenne die allgemeine Tendenz, wir betrachten USA als führend in der demokratischen Welt. Auch die Medien versuchen USA als Vorbild oder Symbol zu erheben. Wie kann es sein, dass gerade in diesem Land, die erwartet ist oder vorgeschlagen wurde, unsere Demokratie zu führen in der Welt, dass gerade in den Wahlen jemand, wie Herr Donald Trump, zur Führung kommt und diese Bestätigung von seinem Volk bekommt und seinen Versuch, Mauer zu bauen, war nicht nur beim Fall Mexiko, sondern auch geistliche und seelische und kulturelle Mauer zwischen den Menschen verschiedenen Länder zu bauen. Er hat 7 Länder genannt, die verboten sind, nach Amerika zu reisen. Was für eine Krise haben wir in der westlichen Welt und in der demokratischen Welt, die USA als Führer unserer Zivilisation, liberalen Welt und demokratischen Welt vorgeschlagen hat, dann haben wir, wenn Herr Trump in einer echten Wahl die Wahlen gewonnen hat. Und das da war das Fragezeichen, die Frage, ob es die Ergebnisse echt sind oder verfälscht sind. Wenn die Ergebnisse echt sind, es ist ein Problem. Wenn die Ergebnisse falsch sind, dann ist es eine Katastrophe. Das Plenum berät, ob ich glaube, Ihre Bemerkung ist angekommen und wenn sich hier keiner als... Ich weiß nicht, ob die USA da ein Sonderfall ist. Es gibt Orban, es gibt Italien, es gibt die AfD hier, es gibt auf verschiedenen Ebenen Politiker, auch in Südamerika, die es schaffen, so einen Zwischenbau, einen politischen Zwischenbau einfach auszuschalten und von oben direkt einen bestimmten Teil der Bevölkerung anzusprechen und da den Punkt zu treffen, mit dem man so einen Widerspruch aufmacht, der nur noch der alles als Elite und Widerspruch, also Elite und Bevölkerung definiert und da die richtige Sprache zu sprechen. Ich sehe da jetzt nicht so einen prinzipiellen Unterschied zwischen Trump und zum Beispiel Orban oder anderen. Die Dame. Jana Kleibert, Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Ich möchte Ihnen erstmal einfach danken für die spannenden Einblicke und für die diversen Grenzen, die Sie uns gezeigt haben und Mauern. Und meine Frage, ich bin Wirtschaftsgeografin und ich fand es total spannend, dass Sie auch aufgezeigt haben, diese politischen und diese wirtschaftlichen Interessen und wie die Grenze verhandelt wird und warum Grenzen entstehen. Und meine Frage ist eigentlich, soweit ich das jetzt sehen konnte, ging es in den unterschiedlichen Grenzen, die verhandelt wurden, um nationalstaatliche Grenzen, also Grenzen zwischen Ländern, die quasi sich erhärten, die noch weiter befestigt werden, ausgebaut werden. Und meine Frage ist, ob in anderen Kapiteln in dem Buch, ob wir, also meine Beobachtung ist, dass man auch Grenzen sieht innerhalb von Ländern,
die weiter und weiter sich ausbauen. Und also ich denke zum Beispiel an Gated Communities, aber auch Sonderwirtschaftszonen, die bestimmte Formen von Migration ermöglichen und auch verhindern, die Kapitalflüsse ermöglichen, aber auch wieder verhindern. Meine Frage also ganz konkret, gibt es in dem Buch auch Kapitel dazu oder was waren Überlegungen vielleicht, sich nicht auf diese Betrachtungsebene einzulassen und vielleicht auch die Frage, ob von Ihnen aus Ihren Beobachtungen, die Sie jetzt noch nicht geschildert haben, ob das auch eine Beobachtung ist, die Sie teilen oder wo Sie was zu sagen können zu Grenzen innerhalb von Ländern, die neu gezogen werden oder sich auch erhärten. Also wir haben es ja gerade kurz diskutiert, wer reagiert. Ich hatte mich zuerst gemeldet, weil ich eingehakt hatte bei dem, dass Sie sagten, es geht um Grenzen zwischen Ländern. Es geht ja auch sehr viel stärker, also bei diesen Afrika-Kapiteln, um die Abgrenzung von Europa, also von einem Kontinent gegen einen anderen Kontinent. Also das wäre mein Einwand gewesen. Aber tatsächlich geht es in unserem Buch auch viel um die Grenzen innerhalb der Länder, Gated Communities, Beispiel Brasilien, also um die interne Abschottung der Reichen gegen die weniger Reichen. Also das ist ja ein Muster, der Marc hatte das schon mal angesprochen, dass wir global sehen, aber auch innerhalb der Gesellschaften sehen. Das Muster ist einfach, die was haben, schotten sich ab gegen die nichts haben. Und dafür gibt es im Buch auch Beispiele. Und es gibt noch mehr. Also wir wollen Sie natürlich auch neugierig machen auf das Buch. Also vielleicht nur noch mal 2, 3 Beispiele. Beispielsweise ist es auch so, dass wir eine Tendenz sehen, dass sich die Mächtigen vor ihrem Volk einmauern. Das ist eine Tendenz, die man in Russland beispielsweise sieht. Da hat das ja auch eine gewisse Tradition. Sehen wir aber auch in der Türkei. In der Türkei sehen wir aber auch noch was anderes. Da ist es andersrum, dass nämlich die Kritiker der Macht eingemauert werden. Das ist beispielsweise, da haben wir noch mal tatsächlich wörtlich die Mauern, also Gefängnismauern beispielsweise, aber die dürfen eben auch das Land nicht mehr verlassen. Die werden also im eigenen Land auch noch eingemauert. Also da haben wir, glaube ich, diverse Blicke noch mal auch auf virtuelle Mauern, natürlich mit dem Beispiel China, wo wir einfach sehen, dieses Konzept, dass bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden aus diversen Gründen, die aber alle irgendwie tatsächlich mit Ungleichheit oder Gefährdung der Gewinner sozusagen zu tun haben. Also das sind Themen, die uns umtreiben in diesem Buch, nicht nur die Grenzen zwischen den Staaten. Und ich kann nur sagen, wir haben uns Mühe gegeben, wirklich alle verschiedenen Facetten anzuschauen. Und wenn Sie das Buch erwerben, werden Sie viel Spaß haben, wenn Sie es lesen. Also weil ehrlich gesagt hätten wir jetzt ein Buch gemacht, wo wir in 21 Kapiteln immer wieder sagen, ja, und zwischen Land A und B ist das so und zwischen Land C und D ist es anders. Also das hätte ich nicht lesen wollen. Also ich kann Ihnen versprechen, wir haben es besser gelöst. War das trotz Werbebeilage ausreichend beantwortet? Ja. Ja, Christina Korte von der Humboldt-Universität. Ich fand die Bemerkung ganz spannend, dass eben tendenziell diejenigen, die Grenzen bauen, die Eliten sind in den Ländern und diejenigen in den Grenzregionen, die eher ärmer und abgehängt sind, eher darunter leiden, dass eine Grenze gebaut wird. Sie haben aber auch gesagt, dass ja mit diesem Grenzbau oft mit Ängsten gespielt wird und da ja vielleicht auch im Land wieder diejenigen angesprochen sind, die sich eben auch innerhalb des Landes abgehängt fühlen. Und ich glaube, es gibt ja auch Beispiele, wo gerade die Bewohner der Grenzregionen sehr stark Grenzbau befürworten oder Mauerbau, weil sie eben Angst haben. Deswegen wäre nochmal meine Frage, vielleicht aus den Ländern und den Beispielen, die Sie gut kennen, wie da Ihr Eindruck ist, wer eben in der Bevölkerung das unterstützt oder dafür ist, dass Mauern gebaut werden und wer eher dagegen ist. Wer schneller? Wolf-Dieter ist zwar nicht der Schnellste, aber kommt auch mal dran. Naja, also von meiner Sicht aus Mexiko ist es so, auch wenn mexikanische wie auch US und andere Firmen, wie Marc ja erwähnt hat, sich darum beworben haben, diese Mauer zwischen Mexiko und den USA zu bauen, ist es so, dass in Mexiko die Idee wirklich durch die Bank ganz schlecht ankommt. Also es gibt da niemand, ich habe niemanden erlebt in Mexiko, der da irgendwas Positives dran entdecken könnte. Also
überhaupt nicht. Aber Mexiko baut die Mauern natürlich auch nicht. Das muss man sagen. Also eine der klar. interessanten Sachen an Mauern ist ja, dass die meistens nur von einer Seite gebaut werden. Ne? Ja, natürlich. Ich wollte jetzt auch sagen, aber trotzdem gibt es auf der anderen Seite eben zumindest ein stilles Einverständnis gegenüber der Abschottung, gegenüber Menschen, die aus dem Süden kommen, aus Mittelamerika und so weiter. Ne? Also einerseits, das hatte ich ja vorhin schon mal versucht zu erklären, auf der einen Seite gibt es sowas wie ein Export in Anführungszeichen von unheimlich vielen Migranten Richtung Norden, gleichzeitig aber auch eine Abschiebungshaltung gegenüber dem Süden. Also es gibt keinen richtigen Grund, aber trotzdem die Bereitschaft eben, gen Süden abzuschotten. Das ist schon ein kompliziertes und auch fragwürdiges Verhältnis. Also ich würde gerne noch ergänzen, also die Grenzregionen, die ich kenne, da ist es eigentlich immer so, dass die Leute beiderseits der Grenze diesen kleinen Grenzverkehr sowieso haben. Also das, es gibt ein paar Länder, wo es trotzdem Animositäten vielleicht gibt aus meinem Bereich. Also die Ruander sind im Kongo nicht sehr gut angesehen und so weiter, aber trotzdem der kleine, also der Handel funktioniert und man kennt sich. Und mir sind also aus meinem Bereich wüsste ich nicht, wo diese Grenzen befürwortet werden, zumal eben die Leute in den Grenzregionen tatsächlich sowieso eher die Marginalisierten sind. Und nochmal aus dem Bereich Kenia-Somalia, also die Leute haben ja teils dann auch einen sehr viel besseren Einblick in die Probleme, die bestehen. Also in Kenia zum Beispiel ist die Haltung auf der kenianischen Seite, naja, wenn die Regierung die somalischen Terroristen abhalten wollen würde, dann sollten sie mal die Schmiergeldzahlerei eindämmen, weil es faktisch so ist, dass die somalischen Terroristen, das weiß auch jeder, hin und her spazieren und einfach auch immer schon die Grenzbeamten halt geschmiert haben. Und der Vorschlag der Kenianer im Grenzgebiet war, naja, dann macht er einfach mal, wenn er einen, auch bekannte Terroristen, haltet die einfach auf, damit wäre das Problem gelöst und hört auf, die Schmiergelder zu kassieren. Und vielleicht closer to home nochmal, das war ja wahrscheinlich etwas, woran Sie auch gedacht haben, gerade die Balkanroute vielleicht. Ich fand ganz interessant, dass die Kollegin aus Serbien, die sich das wirklich über Jahre genau angeschaut hat, eigentlich auch festgestellt hat, dass an den Grenzen, wo jetzt diese Orbanschen Mauern entstanden sind, das ist zwar natürlich, als es diese große Fluchtbewegung gab, überwältigt waren und sich gefragt haben, wie soll das alles bewältigt werden, auch weil die Staaten ja ganz oft versagt haben, genau in diesen Grenzregionen. Aber umgekehrt, sie hat sich das aus der Perspektive mehrerer Aktionskünstler sich dieses Themas genähert, es eben doch so ist, die Hilfsbereitschaft und die Offenheit, etwas zu tun für die, die da ankommen, die ist dann doch in den Grenzregionen am größten gewesen. Warum? Weil es auch denen in Ungarn oder in Serbien oder wo auch immer in diesen Grenzstreifen tatsächlich am schlechtesten ging und sie am ehesten das Gefühl hatten, sie können sich identifizieren mit denen, die da ankommen, die auch nichts haben. Und die Solidarität, die da stattgefunden hat, die hat abgenommen, je weiter man von der Grenze weg war. Das fand ich tatsächlich auch nochmal eine faszinierende Erkenntnis. Das habe ich mir gerade in dem Bereich zum Beispiel anders vorgestellt vorher. Wir hatten eine Frage. Dankeschön. Also ich habe eine Frage. Und zwar ist es ja so, Sie beschäftigen sich mit Grenzen und Sie haben ja darüber geredet, dass es jetzt wieder mehr Grenzen gibt. Aber letztendlich ist ja dieses Denken in Grenzen, ja, das war ja schon immer Teil der Menschheit, Teil einer Gesellschaft. Ja? Man grenzt sich ideologisch, auch psychologisch von einem anderen ab und quasi definiert sich dadurch auch selber. Ja? Also in dem Beispiel Ost-West, ja? West hat sich definiert gegen Kommunismus, gegen Ost. Und jetzt haben wir das mit dem globalen Süden oder man grenzt sich von einem Islam ab, um natürlich auch immer wieder seine eigene kulturelle Identität auch irgendwie mitzuproduzieren, ja, also weißes, protestantisches Amerika versus quasi, auch den Rest. Und dann wollte ich halt Sie mal fragen, und falls Sie diese Frage nicht beantworten kann, ist nicht schlimm, ich kann sie auch nicht beantworten für mich selber. Glauben Sie, dass es jemals aus dieser, sage ich mal, gedanklichen Logik eigentlich je einen Ausweg geben kann? Also kann man sich davon irgendwie emanzipieren? Oder wird diese Reproduktion, diese historische Reproduktion von Grenzen immer wieder neu, auch in der Zukunft stattfinden, wie auch immer? Ja? Also die Grenzen verschieben sich natürlich. Aber das Grenzdenken
ist ja immer da. Aber ich denke mal, es ist ja eine interessante Frage, die Sie sich ja als Grenzforscher bestimmt auch irgendwie stellen. Ne? Unbedingt. Die haben sich ja auch schon viele kluge Leute gestellt, zum Beispiel Kant zum himmlischen Frieden, wo er gesagt hat, wenn wir Frieden haben wollen auf der Welt, dann ist das, was wir nicht brauchen, eine Welt, in der es nichts mehr gibt, wovon man sich abgrenzen kann, sondern wir bräuchten eigentlich ganz viele freie Staaten, die aneinander grenzen, damit, Sie haben das eben selber gesagt, die Identität sozusagen gewahrt bleibt. Das war jetzt Kant. Aber es gibt auch heute Philosophen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Die haben wir natürlich auch gefragt. Und da finden Sie beides. Also finden Leute wie Andreas Cassé zum Beispiel, ein Schweizer Philosophen, der sagt, es ist ein Grundrecht des Menschen, frei sich zu bewegen. Wieso soll das an Landesgrenzen aufhören? Und wer hat eigentlich das Recht, diese Landesgrenzen zu bestimmen? Das ist das eine Extrem. Und dann haben Sie Julian Nida-Rümelin auf der anderen Seite, der sagt, wir brauchen diese Grenzen. Wenn wir diese Grenzen nicht mehr haben, dann wird alles, was wir an zivilisatorischer Errungenschaft haben, zusammenbrechen. Und es wird nicht so sein, dass wir mehr Gerechtigkeit haben auf der Welt, sondern es wird sozusagen nach wie vor eine große Ungerechtigkeit geben. Diejenigen, die sich irgendwas sichern können an Reichtum an Privilegien, die werden das tun und der Rest, der wird Verlierer sein. Und Grenzen verhindern das, weil wir überschaubare Einheiten haben, in denen eben die Länder reformiert werden können, in denen Ungleichheit bekämpft werden kann. So, das sind die beiden Antipoden dieser Diskussion und dazwischen gibt es mit Sicherheit noch wahnsinnig viel, aber Sie haben recht, eine Lösung haben wir leider auch nicht parat oder ich habe sie nicht, aber die Kollegin Anke Richter womöglich. Kann ich doch mal was einwerfen? Ich bin hier nicht nur das Eye-Candy, was immer war, da vorne auch mit gemeint war mit der Bemerkung. Aber ich komme jetzt wieder auf die indigene Situation zurück. Da ist zum Beispiel das Territoriale extrem wichtig, dass das gewürdigt wird und eingehalten wird. Vielleicht nicht unbedingt durch Grenzzäune, Mauern, aber das territoriale Grenzen spielen eine ganz große Rolle, zum Beispiel in Neuseeland. Da gibt es heute noch, das wäre eine andere Reportage von mir gewesen, wir machen immer viele Vorschläge für so ein Buch und Marc hat dann die Hoheit darüber, das auszuwählen. Mein anderes Thema wäre gewesen, die unsichtbare Grenze, die um einen den kämpferischsten Stamm der Tuhau in Neuseeland verläuft und die nach wie vor eine Ungerechtigkeit darstellt für diesen Stamm, weil die nicht gewürdigt wird. Und da gibt es schon Kunstprojekte und Protestaktionen, da sieht man nichts. Ja. Das ist einfach, da ist kein Zaun und nichts, aber für die Identität und für das Selbstbestimmungsrecht ist das auch wiederum sehr wichtig. Und auf der anderen Seite sagen natürlich die Maori keinem gehört ein Land, ja, das Land kann man gar nicht besitzen, Natur kann man nicht besitzen und trotzdem sind Stammesregionen wichtig. Das ist dann wieder so eine ganz andere Diskussion, die ich auch sehr spannend finde, wenn es dann so um Blut und Boden geht und Abgrenzung und Rechte darum, aber die auch wieder einfließt, wenn es darum geht, wie respektiert man oder wie macht man auch wieder geschehenes Unrecht gut. Und da gehört dann manchmal auch wieder dazu, dass man auch ganz bewusst sagt, hier hört was auf und da fängt was an und das muss auch gewürdigt werden, weil das ist irgendwann weggenommen worden. Ich hoffe, das hilft. Jetzt sind Sie mit Ihrer Frage dran. Ja, Dirk Hoffmann, guten Abend. Freiberuflicher Gutachter und Berater in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir bleiben in Neuseeland. Meine Frage geht an Anke Richter. Du hattest vorhin kurz mal angesprochen, dass es zwar keine Mauern ums Land herum gibt, aber eine Seegrenze natürlich. Und man hört öfter mal was von Australien, dass Australien Lager außerhalb der Landesgrenzen hat. Wie geht mit Neuseeland mit Immigration um? Gibt es Boat People, gibt es massive Bemühungen, nach Neuseeland zu migrieren? Kannst du da ein bisschen was drüber sagen? Ja, es ist eine völlig andere Situation in Neuseeland zum Glück. Also wir haben nicht diese beiden Schandflecken, Manus und Nauru, wie Australien. Wir haben also keine gefangenen Inseln, Flüchtlingsinseln, die wirklich furchtbar sind. Es ist in Neuseeland nicht wirklich ein Thema. Die Zahl ich versuche mich gerade zu erinnern, der Flüchtlinge, die wir schon seit Jahren aufnehmen, ist erschreckend gering. Wir stehen damit also wirklich, es ist nicht weit oben, ich glaube erst an 20. Stelle oder so, der OECD-Staaten, wenn ich mich recht entsinne. Die ist jetzt durch unsere neue Premierministerin immerhin angehoben worden. In Neuseeland wird diese Diskussion, aber wir haben keine Seeflüchtlinge, ja? Das ist das Erste. Wir bekommen schlichtweg keine Flüchtlinge. Da kommen keine Boote an. Das heißt, wer zu uns kommt als Flüchtling, ist ausgewählt worden, ist im Grunde ist schon durch einen Auswahlprozess gegangen, hat auch sehr viel Integrationshilfe. Es gibt also da auch genug Vereine und Leute. Aber die Zahl einfach derer, die kommen, ist noch sehr gering. Und deshalb
ist es auch so ein, es ist so eine Diskrepanz zum Rest der westlichen Welt und das, was gerade hier in Europa die Menschen beschäftigt, war für mich damals auch sehr komisch, als die Flüchtlingskrise hier voll ausbrach und ich war in Neuseeland und die Menschen dort, und es wird auch dort anders geführt. Das ist überhaupt kein traditionell links besetztes Thema. Ich will das auch nicht zu sehr auf Flüchtlinge angehen, aber weil das ist eigentlich unser vorheriges Buch ging um die Flüchtlingsrevolution. Entschuldigung. Es wird ganz anders geführt in Neuseeland, weil das kein klassisch linksbesetztes Thema ist, dass man pro-Refugees ist, sondern man findet auch gerade unter den Maori wiederum ganz starke Positionen. Hallo, das ist unser Land hier, die haben hier erstmal nichts zu suchen. Ja? Die sollen sich, das ist erstmal unseres. Da beißt sich dann im Grunde wieder das indigene, bikulturelle Selbstverständnis mit der, wie wir sie aus Europa kennen, eher der öffnet die Grenzen Pro-Refugee-Haltung. Das ist auch wieder ganz interessant. Und das wird sich vielleicht auch nochmal ändern oder die Diskussion wird sicher weitergehen. Im Moment haben wir einfach noch nicht diese Zahlen. Niemand dort fühlt sich in irgendeiner Weise überrannt und sonst wie. Und wenn, dann war das früher sozusagen, was nennt man als die gelbe Flut so von populistischer Seite her bezeichnet wurde, also eher die große Einwanderungszahl der Asiaten, aber das waren keine Flüchtlinge. So. Sie haben das Wort. Klaus Watzlawick aus der Geschäftsstelle der Kommunalen Ökumene Treptow-Köpenick und Nachhaltigkeit. Ich habe mich mit den Problemen der Ungerechtigkeit seit Jahren beschäftigt und ich habe aus einer Sache hier klar herausgehört, die Ungerechtigkeit ist eigentlich der Schlüssel. Und zwar aus dem Grunde, das habe ich bisher nicht gehört, wenn unser Lebensstandard übertragen wird auf die Welt, brauchen wir 2 bis 3 Erden, ist nachzulesen in x Büchern. Das heißt, es ist nur möglich, wenn ein Teil der Bevölkerung auf der Welt weniger hat als wir. Das muss man einfach mal registrieren. Und darum müssen wir noch mehr Mauern bauen. Wir müssen. Wenn wir unseren Lebensstandard erhalten wollen, und das werden wir erleben, oder... Und das finde ich ganz toll nachzulesen in einem Interview von Bundesentwicklungsminister Müller, kann ich Ihnen zustellen, der 2015 gesagt hat, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann müssen wir teilen lernen. Das heißt, eine entscheidende, grundlegende Änderung im System ist erforderlich, damit wir aus dieser Mauerbaugeschichte wieder herauskommen. Ich komme aus einem System, aus der DDR, die Mauer gebaut hat. Und wir haben es geschafft, diese Dinge zu verändern, mit anderen zusammen. Aber ich wollte noch die Frage stellen, sehen Sie diesen gewaltlosen Widerstand, den Sie hier genannt haben, habe ich zum ersten Mal gehört, sehen Sie da die Chance, eine Gegenbewegung in Bewegung zu setzen? Gegen einen Mauerbau müssen wir etwas tun. Das eine ist das Teilen und das andere wäre die andere Frage, wie kann man gewaltlos dagegen vorgehen? Wer macht den Anfang, die Mauern einzureißen hier oben? Also Sie sehen uns ratlos. Also Sie haben natürlich recht. Also das ist ja das, was wir meinen mit Mauern sind im Beton gegossene Furcht und sie manifestieren Ungleichheit. Das ist genau das. Man baut eine Mauer um das Land mit seinem Lebensstandard rum und sagt, alle, die nicht dazugehören, müssen draußen bleiben und die sollen weiter so leben wie bisher. Oder am besten noch ein bisschen weniger verbrauchen und ein bisschen ärmer sein, ist uns auch egal, Hauptsache ihr kommt nicht hier rein. Also das ist genau der Gedanke und Sie haben natürlich vollkommen recht, die Lösung ist eine andere, die Lösung muss sein, mehr Gleichheit, wir müssen teilen lernen, das ist ein sehr schöner Ausdruck, auch wenn er von Herrn Müller stammt, der ja eigentlich immer, der oft die richtigen Worte findet. Ich frage mich nur, warum Sie in seinen Taten keinerlei Widerhall finden dann später. Das ist das eine. Ja, und die Frage mit dem gewaltlosen Widerstand, Anke. Also du kannst ja nochmal sagen, ob du glaubst, dass sowas wie in Neuseeland, ob das übertragbar wäre. Ja, ich finde das wunderbar, dass Sie diesen Bogen geschlagen haben von vielleicht Pari Hakka, jetzt ne, dem zumindest historisch belegten ersten gewaltfreien Widerstand zum Fall der Mauer. Ja, toll. Also das ist auch wirklich der Bogen. Und es freut mich sehr, dass das, ja...
damals sind zwar auch Zäune gegen die Gewalt errichtet worden, aber dass diese Haltung letztendlich in Deutschland damals zum Fall der Mauer geführt hat. Ja, danke, das war ein guter Hinweis. Und also ich glaube, eine Sache, die mir noch einfällt, ist vielleicht noch ein Schritt vor dem Widerstand, aber vielleicht ist das auch eine Voraussetzung dafür. Wir haben uns in dem Buch auch immer wieder an verschiedenen Stellen, auch in einem ganzen Kapitel mit den Fragen Kunst und Mauern beschäftigt. Und ich glaube, eine Sache, die mich zum Beispiel sehr bewegt hat, ist, es gibt einen Fotografen, der seit Jahren durch Europa reist und überall da fotografiert, wo früher Mauern und Grenzen waren. Und diese Bilder sind deshalb so beeindruckend, weil man einfach ganz konkret sieht, was erreicht wurde. Also was da inzwischen, wenn da ein Wald zuwächst, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ist das links jetzt Belgien oder ist das rechts Frankreich oder ist es umgekehrt, man einfach sieht, wie toll das ist, dass wir diese Mauern heute nicht mehr haben. Und manchmal denke ich auch, es ist jetzt fast 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Man vergisst so schnell. Es ist vielleicht ja auch nochmal etwas Wichtiges, sich immer wieder vor Augen zu halten. Wie war es früher und wie ist es heute? Und das ist dann die Voraussetzung für diesen Widerstand. Ich würde gerne noch sagen, wenn ich in Anführung meinen Kontinent denke, das Problem ist, glaube ich, dass für den Widerstand es eine Einheit ja geben müsste, wo sich die Leute irgendwie auch zusammenfinden. In Afrika sind es viele halt auch mehr oder weniger die Verlierer, die an den vielen Grenzen ja nicht scheitern, aber doch die Grenzen spüren. Also wenn ich jetzt mal überlege, die Leute, die aus dem Golf von Guinea ganz unten hoch wollen nach Europa und da quer durch über verschiedene Grenzen müssen. Es gibt halt unterwegs jetzt viele Grenzen, die früher eigentlich nicht gezählt haben, zwischen Mali und Algerien irgendwo in der Sahara. Das hat kein Mensch interessiert. Jetzt, warum sage ich, dass Leute davon profitieren? Natürlich auch die Grenzbeamten in Algerien das inzwischen auch super finden. Da kommen dann Leute, die kann man auch irgendwie wieder um Geld anhauen, die Pässe abnehmen und so weiter, die auch ein bisschen quälen noch auf dem Weg und ich weiß nicht, was mit denen veranstalten. Also es gibt auf allen Ebenen wieder Leute, die auf ihre Art davon profitieren und dass diejenigen, die da wirklich am alleruntersten Ende der Skala, sage ich jetzt mal, mit nichts dann mehr in der Tasche, da versuchen, nordwärts zu kommen. Die haben einfach auch keine Lobby, aber können sich auch selber nicht zusammenfinden. Also für den Bereich, also wenn da der Widerstand nicht aus dem Norden käme, aus dem Süden, die haben die Kraft dafür nicht. Ja, wenn wir von Widerstand oder sich wehren in dem Kontext, in meinem Kontext reden, also das finde ich auch sehr wichtig zu betonen, es gibt schon eine sehr starke Organisierung auch in Mexiko und in Zentralamerika, um Migranten und Migrantinnen zu unterstützen. Zum einen diese Herberge, in der ich war, ist eine von 60, 70, die es gibt, von der guatemaltekischen Grenze bis zu den USA hoch. Das ist für die Menschen, die auf dem Weg lebensnotwendig. Ohne diese Herbergen könnten die gar nicht überleben und keine davon wird von der Regierung finanziert, viele von der Kirche oder eben in Eigeninitiative. Genauso gibt es Menschen, die auf der Strecke den Migrantinnen und Migranten Esspakete geben oder sie in irgendeiner Form unterstützen. Also das ist das eine. Es gibt da einfach eine Struktur, die erarbeitet wurde im Laufe der letzten, weiß nicht, vielen Jahre. Und zum anderen gibt es auch regelmäßig Aktionen von Migrantinnen und Migranten auf dem Weg. Zum Beispiel Karawanen. Dieses Jahr, ich glaube, es war dieses Jahr im Frühjahr, gab es eine Karawane mit mehreren tausend Menschen, die sich von der guatemaltekischen Grenze, die sich schon in Guatemala schon zusammengeschlossen haben, über die Grenze gegangen sind, nicht gestoppt werden konnten an dieser Grenze und dann vor allem sich eben im Süden Mexikos, genau in dieser Region, wo auch diese Herberge ist, waren das dann bis zu 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Menschen, also richtig viele. Und interessant daran war, dass dann doch selbst ein Trump, der doch relativ mächtig erscheint, ziemlich aufgeregt und panisch reagiert hat darauf. Das fand ich doch irgendwie sehr interessant. Ich meine, es sind 3.000, 4.000 Menschen, die hatten den Plan, bis an die US-Grenze zu gehen und dann auch in irgendeiner Form zu versuchen, durchzukommen. Und das es hätte sich um gewaltfreien Widerstand gehandelt. Ne? Also niemand hätte geplant, dort militant durchzubrechen. Aber schon im Süden, also eben in der Region, Isthmus von Tehuantepec, hat Trump ziemlich panisch reagiert und
meinte, es wäre die Aufgabe der mexikanischen Regierung, diese Menschen jetzt daran zu hindern, dass sie überhaupt bis dahin durchkommen. Letztlich sind sie nicht so weit gegangen, was aber auch eher mit Problemen der Infrastruktur zu tun hatte. Also sie ließen sich in dem Sinne nicht von Trump aufhalten. Und selbst der mexikanische Präsident, der ja aufgefordert wurde von Trump, diese Leute aufzuhalten, hat damals relativ harsch reagiert. Das ist ein Konservativer, der eigentlich ganz gut mit Washington zusammenarbeitet, der damals sagte, sinngemäß, Herr Trump, wenn Sie ein Problem im eigenen Land haben, dann lösen Sie das in Ihrem Land und nicht bei uns. Also so, und das fand ich, war so ein Ausdruck von der Stimmung in Mexiko, aber gleichzeitig doch die Empfindlichkeit, wenn mehrere tausend Menschen sich da mal einfach auf den Weg machen. Also Menschen, die aus ihrer migrantischen Situation raus sich bewegen. Dankeschön. Entschuldigung. Hallo, ich bin Studentin und freie Journalistin und bin auch schon an einige Orte gereist, wo eben ich solche Grenzen und Mauern vorgefunden habe, unter anderem zum Beispiel in Zypern. Es mag eine unpopuläre Frage sein, ob des Titels, aber mich würde mal interessieren, ob Sie bei der Konzeption des Buches auch überlegt haben, mal über positive Mauern und Grenzen nachzudenken. Also haben Sie Orte gefunden in Ihrer Recherche, wo Mauern und Grenzen auch entspannt haben, wohlgemerkt ja auch nicht das gleiche Mauern und Grenzen. Also Grenzen sind ja auch in Territorialkonflikten an manchen Stellen durchaus auch zur Entspannung vielleicht gezogen worden. Das würde mich einfach mal interessieren. Danke. Ja, also sind wir. Wir haben die tatsächlich auch, also sind auch aufgeführt im Buch. Es gibt solche Mauern. Also wenn wir beispielsweise die Mauer zwischen Pakistan und Indien sehen, dann ist das eine Mauer, die geholfen hat, in Kaschmir, im Kaschmir-Konflikt tatsächlich den zu befrieden. Ähnliches sehen wir in der Westsahara zum Teil oder eben auch auf Zypern, haben Sie ja gerade auch selbst genannt. Also das gibt es. Und das Interessante ist, das sind die Mauern, die sozusagen aus dem Kalten Krieg stammen, also aus dieser Zeit, ja, und heute noch stehen. Also wo man auch nach Ende des Kalten Krieges gesagt hat, die erfüllen einen Zweck, der nicht darin besteht, einen Block A von einem Block B zu trennen. Und die Mauern, die seitdem gebaut wurden, sind aber tatsächlich durchweg andere Mauern. Und das sind natürlich die, die für uns so interessant sind, weil sie einen neuen Trend ausdrücken. Also es gibt aber, da haben Sie vollkommen recht, es gibt Mauern, die auch Krisen sozusagen eingedämmt haben. Ja, schönen guten Abend. Gerti Seidl ist mein Name. Ich lebe seit 16 Jahren in Mexiko und bin jetzt seit 2 Monaten in Berlin. Ja, vielen Dank für die interessanten Beiträge. Ich habe ein paar Kommentare noch zu Mexiko. Also zum einen fand ich die Frage vom jungen Mann hier sehr interessant und auch die Reflexion, die es dann gab. In Lateinamerika wird der Begriff der Territorios gerade wieder sehr stark belebt und von den Bewegungen auch mit Inhalt gefüllt. Und da, glaube ich, ist genau das gemeint. Wir lassen uns nicht die Kontrolle über unseren Lebensraum und über unsere Ressourcen wegnehmen. Nicht so sehr, ihr kommt hier nicht durch oder dürft hier nicht sein, sondern wer hat die Kontrolle über die Ressourcen? Und da geht es halt ganz stark gegen Megaprojekte, Bergwerke, Staudämme, Sojaplantagen etc. Und ich glaube, es wäre wichtig, also es ist eine interessante Überlegung, dann den Begriff der Grenzen und der Räume von dieser Perspektive aus anzudenken oder auch positiv zu besetzen. Und dann noch zu Mexiko. Also Sie haben ja gesagt, Mexiko hätte ja eigentlich gar kein Interesse daran, die zentralamerikanischen Migranten aufzuhalten. Aber es ist natürlich einiges an Geld geflossen in Peña Nieto mit diesem Plan Frontera Sur und vorher in Calderón mit dem, Iniciativa Mérida, was zur Militarisierung Mexikos beigetragen hat, um angeblich den Kampf gegen die Drogenmafia, gegen den Narco da zu finanzieren. Das ist unglaublich, was da passiert ist, auch im Land, wie das eigentlich Mexiko zerstört hat. Das Geld, was geflossen ist aus USA, um den Drogenkrieg loszutreten, der zu vielen tausend Toten und Verschwundenen geführt hat und nichts bewirkt hat. Und im Gegensatz hat sich Mexiko dazu verpflichtet, dann die Südgrenze zu schützen. Und da hat es auch angefangen. Also wir leben in Chiapas, ganz im Süden von Mexiko. Und wir kriegen somit, dass ständig die Busse kontrolliert werden. Wenn wir Richtung Norden fahren, das kennen Sie ja auch, dann jeder, der vielleicht zentralamerikanisch aussieht, was in Chiapas eigentlich alle Leute sind, wird dann kontrolliert und muss nachweisen. Also die Kontrolle geht eben immer stärker ins Landesinnere und ist gar nicht mehr so an der Grenze. Und die Grenze Mexiko-Guatemala ist ja auch total absurd und total durchlässig, denn es gibt ein paar Stellen, die sind unglaublich aufgerüstet worden. El Ceibo, da bei
Tenosique, das ist ein riesen Grenzanlagen, wo jeden Tag vielleicht 20 Leute durchgehen, völlig absurd. Und an der anderen Stelle kann man einfach durch den Urwald oder über den Rio Suchiate gehen. Also das ist irgendwie so ein, ich habe so dran gedacht, als Sie von diesem durchlöcherten Zaun da Kenia-Somalia gesprochen haben. Es gibt so ein paar Schaustellen, ja, da wird was gemacht und dann eigentlich auch gar nichts. Und ja, und wie Sie es ja schon herausgestellt haben, wird kein Mensch davon abgehalten, zu versuchen, in den Norden zu gehen. Und ich glaube auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, die unglaublichen Strapazen, nicht nur Strapazen, sondern auch Grausamkeiten, die die zentralamerikanischen Migranten auf dem Weg durch Mexiko erleiden. Also es gibt ja Tausende von Verschwundenen, Massengräber das ist einfach extrem traurig und da verschließt die mexikanische Bevölkerung zum Teil die Augen davor und zum Teil gibt es natürlich auch großen Widerstand dagegen. Aber das wollte ich nur anmerken und vielleicht wollen Sie noch was dazu ergänzen. Danke. Hast du Ergänzungsbedarf? Ja, nein, im Prinzip gebe ich Ihnen natürlich recht. Das ist ja genau, also dass die guatemaltekische Grenze so durchlässig ist, hat ja den Grund, dass eben weiter oben dann im Isthmus und schon in Chiapas und dann eben Richtung Norden die Menschen versucht wird, die Menschen auf dem Weg dort abzuhalten, weil es auch einfacher ist im Isthmus als in dieser längeren Grenze. Das ist schon klar, es ist richtig, das Projekt Frontera Sur ist Teil von der Initiative Mérida und die Initiative, also Frontera Sur ist diese Mitfinanzierung der Grenzabschottung von Seiten der USA, ist natürlich Teil der Initiative Mérida, die offiziell läuft als Unterstützung Mexikos im Kampf gegen die Drogenmafia. Das im Prinzip, gebe ich Ihnen recht, ich habe das jetzt in bestimmten Punkten nicht so ausgeführt, aber im Prinzip ja. Soll ich da noch den Finger des Herausgebers zucken? Nein. Ich glaube, ich sehe auch keine. Doch, ich sehe noch einen letzten Finger im Publikum. Ja, Erika Harzer, ich bin auch freischaffende Journalistin und viel in Mittelamerika unterwegs und war mit Wolf Dieter auch in Mexiko vor kurzem oben an der Grenze. Und was mich da, also das ist zum Teil ja auch schon erwähnt worden, aber was mich da am stärksten auch nochmal beeindruckt hat, war die Aussage eines Leiters von so einer Migrantenherberge, der sagte, die Mauer als solche, das Trump-Projekt, ob das gebaut wird oder nicht, ist eigentlich völlig scheißegal. Also mal ganz platt gesagt, das Wesentliche, was durch die Debatte angeschoben ist, ist die Mauer in den Köpfen. Und die ist so massiv geworden seither. Und das, denke ich, ist mir heute Abend auch immer wieder durch den Kopf gegangen, dass an ganz vielen Ecken dieser Welt das gar nicht notwendig ist, dass eine Mauer steht, sondern dass die Debatten darum eigentlich das Entscheidende in unseren Köpfen ausmacht. Und da glaube ich, jetzt für Sie als Weltreporter alle und wir alle eigentlich genau an der Stelle auch immer wieder ansetzen müssen, an dieser Debatte als solcher, da auch möglichst viel gegensetzen. Danke. Ja, danke für dieses Schlusswort ja fast schon, weil ich glaube, es wurde immer wieder gestriffen, auch in Fragen von Ihnen. Dafür vielen Dank. Diese mentalen Mauern spielen eine Rolle. Der Widerstand, der in Ostdeutschland möglich war durch die DDR-Bürgerbewegung gegen die Mauer und sie zu Fall gebracht haben. Da könnten wir wahrscheinlich noch den Abend weiter darüber sprechen. Die Gelegenheit dazu gibt es auch mit den Autorinnen und Autoren, denn es gibt hinten den Bücherstand, der auf dem Weg zum Empfang mit den kalten Getränken liegt, der aber unten ist. Das heißt, sie harren kurz oben inne. Die vier Damen und Herren hier vom Podium werden dort sein, um zu signieren. Wir haben aber im Publikum weitere Weltreporter zu Gast. Zwei, wenn ihr hinten mal aufsteht, aus Moskau. Ich weiß. Zwei Autoren dieses Buchs aus Moskau, Thomas Franke, Philipp Hedemann, Ex-Äthiopien, mittlerweile Berlin. Und vorne in der ersten Reihe weitere Weltreporterin aus Indonesien, Christina Schott, bitte kurz aufstehen und zeigen. Und Clemens Bomsdorf aus Kopenhagen, Stockholm, ich weiß nicht, aus dem Norden. Und auch in diesem Buch vertreten, genau. Sie stehen zur Verfügung für Autogramme, wünschen sich natürlich wie alle, dass das Buch verkauft wird. Für Fragen, Smalltalk, längere Gespräche.
bleibt mir noch Dank zu sagen an die Heinrich-Böll-Stiftung, die diesen Abend ermöglicht hat, an die Deutsche Verlagsanstalt und an die Weltreporter, die hoffentlich zu eurer Zufriedenheit Rede und Antwort gestanden haben. Applaus